Heute geht's um das Avengers Endgame natürlich und wir fighten mit der Familie, den hatten wir in der Sneak Preview und mal gucken, was uns sonst noch so einfällt. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast, mittlerweile Ausgabe Nummer 564. Ja, Wahnsinn. Ich begrüße Kate. Hallo, Kate. Hallo. Und den Chris. Hallo, Chris. Hallo. Chris ist jetzt durchaus regional bekannt in Stammheim. Hallo, echt? Ja, ich glaube, das war ich leider davor schon. Wenn ihr wissen wollt, warum, müsst ihr immer die Outtakes hören. wir waren natürlich in der Sneak Preview wieder und hatten einen Film dort, den wir auch gleich besprechen werden. Allerdings der große Film, der diese Woche so ziemlich alles überschattet, ist natürlich der Avengers Endgame. Den werden wir in aller Ausführlichkeit besprechen und werden auch natürlich eine Spoilerwarnung setzen und werden euch da rechtzeitig vorher Bescheid geben, damit ihr, wenn ihr den noch sehen möchtet, das überspringen könnt. Und falls ihr den noch nicht, falls ihr den schon gesehen habt, könnt ihr natürlich euch alles anhören. Und dann sind wir natürlich auch gespannt, ob ihr bestimmte Sachen vielleicht genauso gesehen habt und ja. Das könnt ihr natürlich dann nicht unbedingt auf dem Blog kommentieren, sondern vielleicht dann mit direkten Nachrichten. Aber wir steigen mal ein, erstmal mit der Sneak Preview, erstmal ganz langsam anfangen hier. Erstmal langsam reinkommen, bevor wir uns dem Highlight des, kann man ja sagen, letzten Jahrzehnts widmen, auf den alles zuläuft. In der Sneak Preview gab es den Film Fighting with My Family. Es gab zwei Tipps in unserer Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe, die alle beide diesen Film genannt haben. Das war wohl doch etwas naheliegend, der Tipp Hogan, dass das irgendwas mit Wrestling zu tun hat. Und da ja nicht allzu viele Wrestling-Filme anlaufen jeden Monat, konnte es also nur dieser sein. In dem Film, das ist eine britisch-US-Koproduktion und es wird eine Familie vorgestellt. Der Vater ist Nick Frost, die Mutter ist die Cersei Lannister hier, die Lena Headey heißt sie. Und die beiden sind Wrestler. In England, in so einem, ja, fast sagen so ein bisschen White Trash, ich weiß nicht, wie es in England, wie man da diese Unterschicht nennt, in so einem Milieu und haben auch da so eine Art Federation gegründet, der sie mehr oder weniger nur selbst angehören und machen da so Kneipenfights, bauen da selber den Ring auf und haben sie irgendwie so ein paar Gäste, die da kommen, sich das anschauen und sie haben zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn und der Sohn heißt Zack, der soll natürlich irgendwann mal in die Fußstapfen so ein bisschen treten und die Tochter muss natürlich auch da mit, wird da auch mitgerissen. Sie ist aber eigentlich natürlich eher so ein bisschen mädchenhafter, sie will nicht ganz so in dieses Business rein und sie muss natürlich, wird mitgezogen und muss halt auch so diverse Sachen lernen und dann macht der Film so einen kleinen Sprung dann so nach vorne. Und da sehen wir dann, wie die beiden, also die beiden Geschwister, wie die dann auch im Ring fighten gegeneinander vor Publikum im Rahmen eines solchen Abends, was die Eltern organisiert haben. Die Eltern machen dann auch noch mit. Ich glaube, Tag Team nennt sich das, wenn die dann so reinkommen. Und gut erfasst, ja, genau so nennt man das. Es gibt dann irgendwann der Vater Nick Frost, also den kennt man ja zum Beispiel aus Shaun of the Dead, das war dieser Typ, der da zusammen mit dem anderen da hier Schallplatten geworfen hat und Playstation gespielt hat und so. Der schickt immer die Videos von seinen Kämpfen immer so an diese großen Wrestling Federation, unter anderem an die WWE. Und hofft da auf Antwort und telefoniert da immer nah und kommt da nie was bei rum. Aber irgendwann mal kommt dann plötzlich doch ein Anruf, so nach dem Motto, hey, wir haben jetzt in London mal so ein Gastspiel von unserer World Wrestling Entertainment Federation da. Kommt doch vorbei und im Rahmen dieses Gastspiels scouten wir auch nach neuen Talenten. Und ja, kommt vorbei. Es werden aber nur ganz wenige genommen. Ja, und die machen sich natürlich dann die beiden auf den Weg, die beiden Geschwisterkinder, ja? Weil beide erhoffen sich, dass sie da eingeladen werden nach Florida in diese Akademie, die es dort gibt. So eine Art wie eine X-Men-Akademie haben die dort. Und funktionieren ganz gut im Ring, die beiden. Allerdings wird nur einer gepickt, nämlich ausgerechnet nicht der
ihr Bruder, sondern das altes Mädchen. Und eigentlich ist der Bruder der größere Wrestling-Fan und hat auch ziemlich viele Skills drauf, aber... Er ist auch Trainer, ne? Ach genau, ja, er ist so ein Jugendtrainer, der sich auch in dem Viertel so ein bisschen um soziale Themen, also unbewusst kann man sagen, also er sammelt halt einfach Kids ein, die auf der Straße sind, da, hey, komm mit, wir könnt hier trainieren, ein bisschen Spaß haben und holt die von der Straße weg dadurch. Also er ist da auch sehr engagiert. Unter anderem einem Blinden. Ja, einem Blinden Wrestling beibringen, so mit auf Seile steigen und springen und alles, ne? Wahnsinn, ja. Aber ich, so gefühlt macht er das eher so ein bisschen unbewusst, dass er sich da so sehr sozial engagiert. Er macht es halt, weil es ihm an sich Spaß macht, das Wrestling, ne? Dass das eine soziale Komponente hat, dass er diesen, dadurch das ganze Viertel ja ein bisschen besser macht und bereichert, ja. Das ist ihm, glaube ich, gar nicht so sehr bewusst, erst als ihm dann mal gesagt wird. Hm. Jedenfalls wird dann die Tochter gepickt, die kommt dann halt nach Miami und da sind wirklich ganz viele so Plastikschönheiten, damit die irgendwelche, weiß nicht, Cheerleaderinnen oder irgendwas, so, es wird dann im Film mal gesagt, so Tits and Ass, also eigentlich haben die überhaupt keine Wrestling-Historie, sind halt nur ein bisschen Fitnessstudio und irgendwas, also können mit ihrem Körper zumindest mal ein bisschen was tun, also als Cheerleaderin, das ist ja auch nicht gerade einfach, aber sonst ist halt nicht viel dahinter, macht zumindest so den ersten Eindruck. Und vielleicht müssen wir noch dazu sagen, die Schwester hat halt lange schwarze Haare und auch eher so einen düsteren Look, immer schwarze T-Shirts und die sind natürlich alle so, ja, fast schon so ein bisschen Hollywood-mäßig, so blonde Haare und total aufgepumpt und sonst was. Aufgebrezelt. Ja, sie passt da gar nicht so richtig rein in dieses ganze Umfeld und muss ich aber halt dann doch irgendwie dort zurechtfinden. Ja. Und wie sie das schafft und ob oder wie auch immer und wie das dann weitergeht zu Hause mit dem Thema mit ihrem Bruder und so weiter, das will ich mal ein bisschen offen lassen, weil ich glaube, der Film, ach nee, der läuft ja jetzt schon, ne? Der ist ja jetzt schon gestartet. Oder? Gute Frage, ich glaube. Nee, Kinostart ja, in 3 Tagen, also es müsste eigentlich dann jetzt in den Kinostarts mit dabei sein. Ja, also der läuft ja jetzt an, vielleicht kriegt noch jemand in eine Sneak Preview, ansonsten natürlich, wer den so schauen möchte, dem möchte ich auch nicht unbedingt Spaß nehmen. Wichtig noch zu wissen, der Film ist von Stephen Merchant gedreht und Stephen Merchant, der hat es auch geschrieben und den kennt man aus der Serie Hello Ladies und er spielt auch eine kleine, sehr, sehr lustige Rolle mit von so einem Pärchen, weil der Bruder, der lernt dann mal so eine, sie nennen es ja so posh, also aus der Upper Class, aus der englischen Upper Class so oder zumindest besser situiert als sie, ein Mädchen kennen und lädt sie dann mal nach Hause ein und da ist nun Nick Frost, der einen Irokesen-Haarschnitt hat und irgendwie so mit, weiß nicht, hat er da sogar so eine Art Unterhemd an oder wie war, also weiß nicht. Und die Lena Headey, die sieht auch, also nicht wie man sie aus Game of Thrones kennt, sondern wirklich irgendwie bunt gefärbte Haare, Tattoos und Piercings und sonst was, ne? Und da kommen nun die beiden etwas aus der Upper Class dorthin, die Eltern und wollen dann nun mal die anderen Eltern kennenlernen und das ist echt, das ist total so eine Mischung aus awkward und lustig und so, die Situation, ne? Weil die reißen dann auch immer so die übelsten Witze und dann versuchen sie noch die neuen, in Anführungszeichen, Schwiegereltern da so ein bisschen von diesem Wrestling-Thema, zeigen sie irgendwelche Videos, die können das überhaupt nicht verstehen. Der Film lebt von solchen lustigen Szenen, ne? Können wir ja mal einsteigen in das Ganze. Also unerwartet gut, würde ich sagen. Ja, ganz cool. Also ich möchte noch ein paar Anmerkungen kurz loswerden zu Nick Frost. Den anderen, den du gemeint hast bei Shaun of the Dead, ist Simon Pegg. Ja, ich bin nicht auf den Namen gekommen. Ja, ich weiß, ich wollte dich aber etwas nicht ungeschickt überspielt, meinst du? Denn du warst so schön im Flow, deswegen dachte ich, reiche es einfach nach. Hot Fuzz hat er auch mitgespielt und ja, Nick Frost war auch bei Doctor Who zu sehen. Nur mal so. Ach so, nicht, du meinst, also neben der berühmten Cornetto-Trilogie. Genau. Ja. Genau, also nur kurz dazu. Aber nicht als Doctor Who, oder? Gewaltig an Pfunden, aber zugelegt. Was? Nicht als Doctor Who, oder? Nee, als Santa Claus. Obwohl, das wäre auch mal cool, oder? Naja. Obwohl, der hat nicht so die Autorität von Doctor Who. Nee, nicht wirklich. Was man bei Fighting With My Family sagen muss, ist ja ein Film, der basiert auf einer wahren Geschichte.
Wobei es halt schon alles auch so ein bisschen noch hingedreht wurde, dass es auch passt. Mir hat Florence Pugh eigentlich sehr, sehr gut gefallen in der Rolle, muss ich auch mal erwähnen. Die Tochter, ne? Als Paige dann, genau, die einfach da auch diesen Prozess mit durchgemacht hat mit ich beiß mich jetzt da durch und das wird schon irgendwie funktionieren und ja, es ist ganz cool. Wer mir richtig gut gefallen hat, war Dwayne The Rock Johnson, der einfach sich selbst spielt, ja, der auch mit produziert hat. Und es ist einfach, das ist auch die Szene im Trailer, ist zu erkennen, wo sie da anrufen zu Hause und halt. Ach, der war schon im Trailer, ich wollte es extra nicht verraten, okay. Doch, das war im Trailer. Schade, weil das und war irgendwie halt, so ein bisschen totale Überraschung. Ja, sie rufen zu Hause an und er sagt halt, ja, hier ist Dwayne The Rock Johnson und der Vater, also Nick Frost, sagt so, ja, beweis es und er macht halt seinen typischen Kampfschrei und. Ah, die Szene war ja. Nick Frost ist, ja, und ich bin Vin Diesel und legt auf. Die Szene war ja im Film noch ein bisschen anders, ne? Das war aber ganz cool. Da war ja, ja ein bisschen mehr. Richtig. Aber es ist halt, es ist wirklich sehr, sehr witzig. Also man merkt auch in dem Film mal wieder, meiner Meinung nach, dass Dwayne Johnson unglaublichen Humor hat, weil er sich selber nicht ernst nimmt. Weil er weiß, okay, es ist so viel Show dahinter und es ist so viel Dings und der kann damit umgehen und ich finde, der verkörpert das so wirklich perfekt. Da muss ich mal kurz einhaken. Das fand ich jetzt hier in diesem Film wirklich seit langer Zeit fast seine beste Rolle. Also die anderen Sachen, die ich so gesehen habe hier mit Skyscraper oder irgendwas. Ey, aber hier, da hat er genau das, was du gerade meinst. So diese Mischung, die man eigentlich von ihm gerne sehen will, dass er sich eben selber nicht ernst nimmt und auch so dieses, ja, eigentlich, er ist eigentlich so der nette, coole Typ, er weiß halt auch, worauf das basiert, also er ist auch seinen Wurzeln treu und so. Das fand ich hier in diesem Film zum ersten Mal richtig, richtig gut. Also das war Wahnsinn, also. Wen man vielleicht auch noch erwähnen muss, ist Vince Vaughn. Ich weiß nicht, ob du das ist. Ja, super. Also, super. Der hat auch richtig, richtig, richtig cool gespielt. Einfach mal diesen Trainer dann zu spielen auch. Und auch mit einer durchaus interessanten Background-Story in dem Fall noch. Und insgesamt, was wirklich bleibt, ist, ja, es ist ein Wrestling-Film. Ja, es geht um die Show. Ja, es geht darum, aber auch mal den Einblick vielleicht zu bekommen, was da auch wirklich dahinter steckt. Also klar ist es viel Show, aber die sind ja komplett durchtrainiert. Die müssen komplett durchtrainiert sein. Das ist, die ganzen Abläufe und so, das muss auch sitzen. Du musst wissen, wie rolle ich mich ab, wie reagiere ich da drauf, was passiert, wenn und überhaupt. Das finde ich schon ganz cool dargestellt einfach. Klar, diese Drehbuchautoren quasi im Hintergrund, wo alles da so skripten, wie jetzt was läuft, das kommt jetzt nicht so unbedingt raus. Das, klar, das lassen sie sich offen. Nur, ja, die Wrestlerin, die entsteht, die Paige, ist eben dann wirklich die jüngste. Oh, verrat mal nichts. Na, das ist ja. Vorsicht, ich muss mal kurz einbremsen. Na, wenn man weiß, weiß man ja auch, dass ihre Karriere schon vorbei ist, eigentlich, ihre Wrestling-Karriere. Ja, verrat mal lieber nichts für die, die es noch sehen wollen, was da vielleicht noch kommt. Das oder kommt so. Ja nicht im Film. Ja. Ja, also ich hatte von der ja auch noch nie was gehört, aber ich bin auch seit etlichen Jahren nicht mehr in diesem Thema so drin. Ich glaube, irgendwie das letzte Mal, dass ich irgendwie Anfang der 90er da was geguckt habe. Ja. Ja, aber echt, also. Was auch echt ja anscheinend sehr, ich weiß nicht, ob das verbreitet ist da in England, ob das ein englisches Phänomen ist oder ob es das hier auch gibt, so regional, so kleine Wrestling-Veranstaltungen. Ich habe zumindest noch nie irgendwo ein Poster irgendwo hängen sehen. Man sieht ja manchmal, wenn dann irgendwo gerade so diese kleineren in irgendwelchen Dorfkneipen oder sowas, sieht man ja manchmal vorbeifahren, irgendwie ein Poster hängen. Habe ich noch nie was. Ist dir was aufgefallen? Gibt es da eine Szene? Nee. Vielleicht ist es auch, ja. Ah gut, es spielt ja auch. Wann waren das? Wenn du sagst, es ist echt passiert. Also wann das spielt? Ja, das wann, ist nicht so lange, wann das Zeit. Anfang der 2000er müsste es gewesen okay. sein. Jetzt Moment, ich gucke gerade, weil sie ist ja. Also die echte Paige ist 26 Jahre. Die ist 92 geboren. Also muss es vor 7 Jahren gewesen sein, ungefähr, oder? 7, 8 Jahren. Ja. Also Anfang 2000, stimmt da. Da durfte ich ja gerade nicht drüber reden. Vielen Dank dafür. Ach so, okay.
Aber das ist schon okay. Nee, du hast ja gesagt, die war damals irgendwie 18, als der Film spielt. Nein, das also, hast jetzt gerade du gesagt, das habe ich nicht gesagt. Oje, oje, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Aber okay, ist also egal, ist ungefähr, im Ruhestand. Ist ungefähr 10 Jahre her, okay. Sie hat mit 13 Jahren im Ring ihr Debüt gegeben und bei ja, den Eltern war dann, genau, und das erste Mal bei der WWE war sie, glaube ich, 2014. Also es ist relativ aktuell. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten den Film ja auch in der OV und ich musste mich am Anfang schon stark reinhören in diesen Dialekt da, in diesen, wie heißt das nur? Wie heißen diese englischen White Trash? Wie nennt man das? Das hat doch irgendwie einen Namen. Also diese untere Klasse da in England, diese Arbeiterklasse da. Ja, auf jeden Fall, ja. Die haben ja so einen ganz speziellen Akzent. Das war schon echt schwer, sich da reinzuhören. Ist aber auch, ich meine, dass Nick Frost den spielen kann oder den sprechen kann, den Akzent, das kann ich mir schon denken, aber so Lena Headey ja auch, also das war schon echt cool. Ja. Sie kommt ja auch aus Norwich. Deswegen. Sie kommt von da, okay, ja, was ja. Spielt ja in Norwich, okay. Auf jeden Fall, dadurch, dass es OV war, das wirkt dann sowieso immer noch mal ein ganzes Stück besser bei mir, der Film, also ich gebe dem da auch eine relativ hohe Wertung, ich habe glaube ich 8 Punkte gegeben. Ein echt sehenswerter Film. Selbst wenn man mit Wrestling nichts am Hut hat, aber auch diese... Also ich habe ihm 7 gegeben und ich habe mich ja jetzt auch mit Leuten auch schon unterhalten, die totale Wrestling-Fans sind. Ich muss ja gestehen, vor ganz vielen Monaten war auch ich tatsächlich in der Hans-Martin-Schleyer-Halle hier in Stuttgart bei einer Veranstaltung von Wrestling in Deutschland, also wo die... Damals noch die WWF, also nicht die mit dem Panda, sondern die mit den Kämpfern, hier in Stuttgart waren, war ich dort und ich habe das wirklich auch gesuchtet eine ganze Zeit lang. Und mein Favorite-Kämpfer, also meine beiden Favorites waren immer der Ultimate Warrior und Bret Hitman Hart. Und im Anschluss dann, als das auch der Generationswechsel war, war es wirklich The Rock, muss ich auch wirklich sagen. Also da gibt es, glaube ich, noch alte ICQ-Aufzeichnungen, wo ich auch noch The Rock als Profilbild sogar drin habe. Also Internet Archive könnt ihr mal bemühen, falls ihr was findet. Genau. Und wie du es schon gesagt hast, im Englischen hat er super funktioniert. Ich habe ein bisschen Angst davor, ob er im Deutschen auch so funktioniert. Ich glaube nicht. Diese ganzen Sprüche, die da gebracht haben, da. Ja, diese ganze Art, dieses ganze Bam, das funktioniert halt richtig, richtig gut im Englischen. Oder im Original einfach. Und das könnte so für den deutschen Markt vielleicht ein bisschen der Knackpunkt sein. Aber insgesamt, wie du schon gesagt hast, eine verdammt runde Sache. Der hat sehr, sehr viel glückliche Gesichter hinterlassen. Also die Leute, um jetzt nochmal da drauf zurückzukommen, mit denen ich da gesprochen habe, die waren total begeistert davon. Also die haben gemeint, das war der bislang mit Abstand beste Wrestling-Film, den sie gesehen haben. Okay. Ja gut, also The Wrestler ist der letzte, an den ich mich erinnern kann. Den habe ich damals im Rahmen der Oscar-Vorbereitung geguckt. Da war ich sehr enttäuscht. Also das war ja wirklich dieser Nacho Libre, sage ich da nur. Ah, der war gut. Aber dieser Mummschanz, der da bei The Wrestler, sorry, falls ich jetzt irgendjemand zu nahe trete, der den Film gut fand, aber das war ja einfach furchtbar, wie der sich da so, wie der da wirklich so auf Krampf versucht hat, irgendwie nochmal einen Oscar zu kriegen. Ey, boah, nee. Ja, also von mir 8 Punkte. Wrestling with my family. Ich habe auch Bedenken, dass der im Deutschen... Fighting with my family, nicht wrestling. Ja. Genau. Was es ja auch eigentlich viel besser trifft. Ne? Kriegt bestimmt dann im Deutschen so ein Zusatztitel. Ja, die total verrückte Familie oder sowas. gerade so diese... Sowas. Die werden dann bestimmt diese Sprüche, dieses... Ich will es jetzt nicht wiederholen, aber was dann so Lena Headey einmal sagt und bei diesem, wo die Wrestling gucken, die als Aufschrei, werden die dann bestimmt übersetzen mit Oh mein Gott! oder sowas. Damit er ja, wahrscheinlich schon. Damit er ja hängt. Es gibt, glaube ich, keinen deutschen Titel. Ich glaube, heißt doch im Deutschen Fighting with my Family. Ja, und der läuft ja diese Woche an. Jetzt alle mal kurz erschrecken, so, oh mein Gott, mal ein Titel, der nicht geändert wurde. Tja, ja, kann man empfehlen. Also auch lustig war der Film. Also auch auf unerwartete, so eine trockene englische Shaun of the Dead Art lustig, so ein bisschen. Das fand ich echt gut. Und er hatte natürlich auch genügend Drama und auch schöne Szenen drin. Eigentlich alles dabei. Coole Nebendarsteller, ja. Cameos, alles. Empfehlung von uns, tolle Sneak.
ja, bevor wir da jetzt zu den Sneak-Tipps gehen, kann man hier einen Blick, wie so die Wertungen aussehen aktuell da von dem Film? Das, ich glaube, das Schlechteste, was gegeben wurde, waren 5. Okay. Wenn ich es richtig, ich gucke gerade nochmal. Ja, einer hat 5 gegeben. Jemand hat 10 gegeben, also von 5 bis 10 ist alles dabei. Falls ihr den seht, der 5 gegeben, der war wahrscheinlich sauer. Ja. Oh Gott, Erik. Ich dachte, ich bin für die schlechten Wortwitze zuständig. Naja. Okay. Aber okay, wenn wir einmal hier drin sind in der Facebook-Gruppe, Kate, oder ihr halt, Christa, sag mal den Tipp für morgen und Kate dann bitte, was da bereits so eingegangen ist. Der Tipp für den 29.04., das ist dann Sneak Nummer 998, es wird langsam heiß, lautet schlicht und ergreifend, Überraschung. Ja, es gibt 2 Tipps. Der Erik, der tippt auf Detektiv Pikachu. Das ist eher eine Hoffnung als ein Tipp. Das wäre sehr witzig. Und der Thomas tippt noch auf Breakthrough, zurück ins Leben. Mhm. Das sieht. Von dem habe ich noch nichts gehört. Worum geht das da? Ich guck gerade. Mit Topher Grace und Josh Lucas, 14-jährige John, sein beliebtes aktives Kind. Oh, der bricht in den See ein, ins Eis. Und scheint mehr verloren. Als 15 Minuten ist er im kalten Wasser gefangen, ehe die Rettungskräfte ihn bergen können. Oh Gott, die ersten Kritiken 1,5 von 10. Nee, Sie 1,5 und ihr Mann Brian 5. haben den Glauben an Gott nicht verloren. Oh nee, das will ich nicht sehen. Also, wenn der kommt, dann gehe ich mal nebenan, gucke ich mir noch einen Rest von Avengers Endgame an, falls der Zauber. Okay. Was haben wir denn noch so gesehen? Ich glaube, wir haben da jetzt noch den kleinen Independent-Film. Kleine unbedeutende Produktion. Genau, von Arte und Filmförderung Baden-Württemberg und MFG und so. Hier mit dieser belgischen Schauspielerin in einer kleinen Nebenrolle. Nein, wir haben tatsächlich Avengers Endgame gesehen und kleiner Hinweis, wir bleiben jetzt erstmal spoilerfrei. Dazu, ja, und danach kommt dann mal. Dann geht's ab. Darf ich übrigens ganz kurz noch eine Verbindung dann ziehen zu Fighting with My Family zu Avengers? Ja. Florence Pugh, die Hauptdarstellerin von Fighting with My Family, ist bestätigt für den Film Black Widow. Und der Black Widow-Film handelt von wem? Von Black Widow. Genau, von Natascha Romanoff, also von Scarlett Johansson. Natascha Romanoff, die jetzt zu sehen ist, aktuell im Kino mit Avengers Endgame. So viel von mir. Ich dachte, du schlägst den Bogen in der Richtung Fighting with My Family. Da gab es ja durchaus auch mal Filme im Rahmen dieses MCU, wo die sich gegenseitig ein bisschen behakt haben. Ja, durchaus. Habe ich gehört, ja. Ja, also es gab eigentlich alles. Also ich habe jetzt auch ein bisschen das Revue passieren lassen nochmal. Also da kam ja wirklich alles so ziemlich zusammen in den letzten mittlerweile 10 Jahren, seit dem Anfang von Iron Man. Und ja, ich werde mich mal ganz eng an den Text hier halten, der hier offizieller Pressetext ist, damit wir nicht spoilern in irgendeiner Form. Der lautet... In Avengers Endgame kommen die Marvel-Helden rund um Iron Man, Hulk, Thor, Captain America und Co. zum 4. Mal zusammen, um die Welt zu retten. Ja, stimmt so nicht ganz, ne? Weil die Welt nicht... Na, egal. Die Avengers sind nach Thanos' Fingerschnipsen... Achtung, Spoiler von Infinity War. Sind nach Thanos' Fingerschnipsen am Boden zerstört und in alle Winde verstreut. Jeder hat jemand Wichtigen in seinem Leben verloren, als die Erde um die Hälfte ihrer Bevölkerung dezimiert wurde. Ja, nicht nur die Erde, ne? Das Universum. Also think locally, act globally. Während Iron Man allein durchs All driftet, wissen, was auch nicht richtig ist, ne? wissen Black Widow und Captain America im Avengers Hauptquartier ebenso wenig, was nun getan werden kann, wie Thor. Wissen die ebenso wenig, was getan werden kann wie Thor? Also der weiß es auch nicht, sozusagen. Okay, das ist so seltsam. Kann da mal jemand drüber lesen, bevor die das rausgeben, so die Texte, ey. So ein bisschen Nachsätzen, so 2-Wort-Nachsätze. Doch dann kehren alte Bekannte wie Ant-Man, yeah, und Hawkeye, yeah, zurück. Neue Bündnisse werden geschlossen und ein Plan beginnt, sich langsam, aber sicher zu formen.
Ja. Okay, das war so der offizielle Pressetext. Die kommen ja tatsächlich dann irgendwie alle wieder. Was man im Trailer ja sieht, habe ich ja sehr gefeiert, dass da Ant-Man plötzlich so, hey, ich bin so, ist das eine Aufzeichnung? Das war schon echt cool und verdammt, was kann man jetzt überhaupt verraten? Ich meine, es sind 3 Stunden. Gar nichts, wir brauchen Spoiler-Talk. Ja, wir müssen ein bisschen was erzählen wenigstens, dass man, ob man das gut fanden oder nicht. Also wir fanden es, glaube ich, alle sehr gut, ne? Wenn ich das hier mal für uns, ich habe ja eure Wertung gesehen. Ich habe noch eine, Moment, jetzt muss ich mal, sorry, jetzt dauert es einen kleinen Moment. Ich habe nämlich vorhin gerade eine Nachricht bekommen, die muss ich hier mal aufrufen. Der Martin hat sich bei mir gemeldet, schöne Grüße nach Halle ins Kino. Er hat mich mit ein paar Informationen versorgt. Endgame. Die Prognose für das Startwochenende sind 2,1 Millionen in Deutschland und hätte damit in 5 Tagen schon Captain Marvel komplett eingeholt. Also das Einspielergebnis. Und er schreibt sogar, eventuell sogar noch mehr, je nachdem, wie der heutige Sonntag noch wird. In Halle ist zumindest gerade bestes Kinowetter, also wahrscheinlich regnet es da oder es ist kalt. Die haben für heute schon, jetzt weiß ich nicht, ob ich es sagen darf, okay, er hat es geschrieben, ja. Ich habe ihm gesagt, ich nehme die Infos für die Sendung. Also er schreibt, sie haben für heute schon 800 Reservierungen und normalerweise bei Top-Blockbustern haben sie so zwischen 200 und 300 Reservierungen und das ist schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Und dann nimmt er eventuell gleich die Nummer 1 ein, der Filmstart 2019, nach nur 5 Tagen. Boah, krass. Wie schlecht. Also kann man mal machen. Gut, war ja auch irgendwie zu erwarten, glaube ich. Ich habe hier noch Zahlen von USA. Avengers Endgame pulverisiert mit 156,7 Millionen den Starttagsrekord von Star Wars Episode 7. Denn die hatten 119 Millionen. Also da liegen einfach mal 30 Millionen ungefähr dazwischen. Ja, Mathelehrer, ich weiß, ich war jetzt nur ungefähr. das ist ja voll krass, ey. Das ist ja. Und in den 156,7 Millionen bei den USA sind allein 60 Millionen von den Mitternachtspreviews. Boah. Total krass. Das haben wir uns ja nicht gegeben. Sondern wir sind quasi, wie sich das gehört, für die arbeitende Bevölkerung, außer Chris, der hat Ferien. Der hätte eigentlich fies sein können, der hätte Nachmittag schon reingehen können und dann uns nichts sagen und dann mittendrin im Film, ey, übrigens, jetzt passiert gleich das oder so. Tja. Ich bin ja schon scheiße, aber so scheiße bin ich nicht. Also ich muss sagen, mir hat er extrem gut gefallen, weil ich finde, er hat... Er ist lang, aber man merkt nicht, dass er lang ist. Ich finde, er ist trotz sehr viel ruhiger Szenen ist er sehr mitreißend. Er ist an gewissen Stellen lustig, wo er lustig sein kann. Er ist traurig, er ist emotional, er ist spannend, er ist überraschend, er ist, ja, er ist irgendwie alles. Und das habe ich bei so manch anderem Marvel-Film bisher schon mal vermisst, ja. Es gab Filme, die fand ich jetzt nicht so geil, wie zum Beispiel Black Panther, und der hat einen Oscar gekriegt. Also das habe ich auch nicht verstanden. Und der Endgame hat einfach Was hat denn der für alles Oscar gekriegt? In der richtigen Dosis. Black Panther hat für bestes Team, Filmteam und Kostüm und irgendwie sowas. Ach so, er hat auf jeden Fall nicht nur einen, glaube ich. So. Ja, aber keinen großen, ne? Kein großen. Ja, aber okay. Oscar ist Oscar. Ja, so. Er war auch als bester Film Oscar nominiert. Gewinnt, dann kommt jemand und sagt, das ist aber kein großer. Also, der ist genauso groß wie die anderen. Die Karriere Ich finde, der hatte einfach mal eine Mischung aus allem, und zwar alles in der richtigen Portionierung. Der war nicht zu lustig, der war auch nicht zu langweilig und der war auch nicht zu emotional, wobei ich schon ein oder andere Mal eine Träne im Auge hatte. Sprechen wir nachher nochmal drüber. Ich fand den echt rundum gut. Ging mir aber auch so. Ich möchte ihn auch nochmal sehen. Unbedingt. Und ich auch gerne nochmal im Kino. Ich habe zu meiner Kollegin, die eigentlich mitkommen wollte mit ihrem Mann, die ist ein ziemlicher Fan hier von dem ganzen Marvel und so weiter. Und die wollte eigentlich mitkommen, ja, und die haben ja dann keinen Babysitter bekommen im letzten Moment, obwohl ihre Kinder sind eigentlich schon groß genug. Egal. jedenfalls habe ich gesagt, ey, sag mir bitte, ich habe ihr dann ja am nächsten Tag,
habe ich so gesagt, ja, jetzt kann ich ja alles verraten. Und sie so, nein, nein, nein. Und habe ich gesagt, nee, Spaß beiseite, ich fand total gut und sag mir mal Bescheid, wenn du gehst, wenn es irgendwie zeitlich passt, gehe ich nochmal mit. Also das habe ich auch gleich. Ich habe gedacht, oh, da muss ich nochmal sehen, weil ich war da so, ich hab's ihr auch gesagt, ich habe mich gefühlt wie so ein klitschnasses Handtuch, was einfach total ausgerungen wurde und dann irgendwo so, bah, weil man saugt da so viel auf in dem Film und ist dann am Schluss einfach so ausgerungen und liegt da nur, hängt dann da nach 3 Stunden. Ja, aber so. Auf eine positive Weise. Ja, ja. Aber man weiß gar nicht, man kriegt das alles gar nicht so mit, weil das einfach wie damals bei Nummer 5 lebt, hier zu viel Input, zu viel Input. Das war echt krass. Ja. Also es ist einfach sehr, sehr, sehr viel und gerade wenn man auch ein bisschen in diesem, ja, wir haben ja nur schon ein paar Filme geguckt, ihr noch mehr als ich vielleicht. Ich glaube, irgendwie ein, zwei Filme alle noch. Gesehen. Mir fehlen, glaube ich, noch 1 oder 2, ich weiß gar nicht. Dann kannst du halt. Vor einer Zeit, wo du keinen Bock hattest auf Actionhelden. Ne? Ja, 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 da wurde dann, wo so dann einfach mal zu viel kam. Da gab es ja so eine Phase, da kam irgendwie jede Woche gefühlt oder jeden Monat kam da irgendwie so ein Blockbuster raus. Und, ja, ist doch toll. Und da kamen aber parallel andere Filme, die mich noch ein bisschen mehr interessiert haben. Ja. Deswegen, also wenn man dann diese ganzen Querverbindungen, ja, und das war doch das und der hat wie dem und dann sitzt du denkst unbewusst ja doch ein bisschen nach, während du diese ganzen Szenen siehst und da ist man ganz schön ausgelaugt nachher am Schluss, fand ich, aber auf eine positive Art, ja. Mal gucken, vielleicht wenn man es nochmal guckt, dann kann man das ein bisschen mehr genießen, weil da weiß man ja dann, in welche Richtung das schon geht und was da so passiert und kann ein bisschen mehr auf Details achten, das ist ja meistens dann so. Was ist deine Zusammenfassung? Ich habe gerade noch was gelesen, was mir, wenn ich es so im Kopf nochmal durchspiele, völlig raus ist. So ein paar interessante Sachen. Können wir vielleicht gleich noch drauf gehen. Das ist nicht unbedingt Spoiler. Obwohl vielleicht doch ein bisschen. Ich weiß nicht. Komisch. Nimm lieber einen Spoiler-Talk. Ich will ja, wir machen einen Spoiler-Talk rein. Ja. Es ist... Ich hatte bis zu diesem Film erst einen Film, bei dem ich wirklich im Kino auch geweint habe. Also, oder beim Sehen weinen. Es gibt bei mir einen Film, wo ich weinen muss. Ich weiß welchen. Ja, das ist sehr schön. Bambi, hä? Bambi. Nein, nicht Bambi. Die Mama. Nein, kommst du nie im Leben drauf. Nee, vielleicht erzähle ich es dir irgendwann mal in einer ruhigen Minute, aber da kommst du im Leben nicht drauf, das garantiere ich dir. Und ich habe jetzt tatsächlich einen zweiten und das kann ich ganz ehrlich sagen. Also es mir wurde im Vorfeld schon gesagt, oh, nimm Tempos mit, nimm Taschentücher mit. Eine vom Kino, die ich getroffen habe vor dem Film, die hat gemeint, sie kommt gerade zum zweiten Mal raus. Also die hat sich das voll gegeben und die hat beim zweiten Mal auch wieder geheult. Es ist wirklich, wie ihr es schon gesagt habt, es ist eine komplett runde Sache. Es werden so viele Sachen einfach abgeschlossen. Es wird die letzten 11 Jahre irgendwo ein Stück weit abgeschlossen. Und mit so viel Witz, mit so viel Humor an die Sache rangegangen, was man jetzt auch wieder nicht verraten darf, weil sonst wirklich auch wieder Spoiler da ist. Ernsthaftigkeit, Themen, die dann doch über dieses bloße Action-Gedöns rausgehen. Und ich finde, es ist nicht unbedingt der absolute Action-Kracher dieser Film, weil die Action hält sich auch hier dezent im Hintergrund. Es ist nicht, dass die ganze Zeit nur Geballer und Kampf und bliblablub ist, sondern es ist so viel Zwischenmenschliches oder Zwischentierliches, wenn man jetzt Rocket mit reinnimmt. So viel Geschichten, die da dahinter stecken, so viel Logikfehler, so viel andere Punkte, die dann irgendwie wieder passen, ein Zusammenkommen, ein Zusammenstehen und eben diese typische. Was heißt, ja, was mir gefehlt hat, aber positiv gefehlt hat, das kann ich nochmal sagen, ist, ich habe nicht jetzt wirklich eine amerikanische Fahne groß wehen sehen. Mhm. Naja, Captain America reicht ja da. Ja, du hast ja, halt sein Schild, aber das. Ja, sein Schild, aber das gehört halt auch irgendwo zu ihm dazu. Und was ich zu bemängeln habe, deswegen habe ich auch den halben Punkt von den, ich kann schon mal vorauswerfen, von den 10 abgezogen. Mir kam im Endeffekt eine Charakterin zu kurz. Ja. Ja, das habe ich auch. Ich nehme an, wir meinen dieselbe. Ja, ich glaube, wir meinen alle dieselbe, aber das finde ich in Ordnung, weil das war auch einer der größten Kritikpunkte vor dem Film, dass es nicht in Ordnung wäre, wenn die jetzt eine größere Rolle einnimmt. Und das ist auch okay.
glaube, die Diskussion verlegen wir mal ein bisschen auf später. Ja, besser ist es. Wichtig wäre noch, warum musst du jetzt bei Buddy der Weihnachtself eigentlich heulen? Ach Erik, wenn du es wüsstest, würden dir sämtliche Schuppen von den Augen fallen, weil das so offensichtlich eigentlich ist. Aber ja, also wegen Endgame noch übrigens. Es gibt ja diese IMDb Top 250 Filmliste nach Bewertungen, ne? Da führt ja immer noch der Film Die Verurteilten mit 9,2 von 10. Auf Platz 2 ist Der Pate, Platz 3 ist Der Pate 2, Platz 4 ist The Dark Knight und Platz 5 hat jetzt schon Avengers Endgame. Wobei man sagen muss, das pegelt sich dann immer noch ein bisschen ein, weil natürlich gehen zuerst die ins Kino aktiv, die den Film wahrscheinlich sowieso schon sehr, sehr positiv gegenüber eingestellt sind. Und dann, wenn dann, sag mal so, andere reingehen, die mit dem Ganzen jetzt nicht ganz so viel anfangen können, dann pegelt sich es meistens immer noch ein bisschen ein. Also, aber mal schauen. Ich werde es mal beobachten, wo das so bleibt. Also momentan liegt Avengers Endgame noch vor Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Und ich finde, man kann den von so ein bisschen so vom Bombast und Storytelling so ein bisschen auch mit Rückkehr des Königs vielleicht vergleichen. Was aber Avengers Endgame ja noch viel mehr hat, ist dieses ganze Witz und Fanservice und dieser Rückblick auf die letzten 10 Jahre und so. Das ist schon, also wer da einen von diesen Filmen oder mehrere Filme vielleicht sogar geguckt hat, Iron Man oder Hulk oder Thor, der sollte auf jeden Fall auch natürlich zuerst Infinity War gucken und dann diesen Film, aber Infinity War gibt es ja schon fürs Heimkino, das haben sie ja ganz geschickt gemacht. Und kann man den eigentlich bedenkenlos empfehlen. Und ich fand es auch so, die 3 Stunden irgendwie, das ging ja rum wie nix. Ne? Also das war ja, wir waren ja nun abends da und ich musste den ganzen Tag arbeiten und alles da. Ich hatte eigentlich gedacht, es wird mir schwerer fallen. Und als wir noch in diesem dunklen Saal saßen, in diesem durchaus bequemen Sitzen da im Gloria, da habe ich noch gedacht, oh je, wenn das irgendwie langweilig wird, dann schlafe ich ein oder so. Ich war gerade so richtig ein bisschen mummelig da, weil es so schön dunkel war. Und dann ging das los, ne? Gleich die erste Szene war schon geil. Übrigens, das kann man ja vielleicht so ein bisschen voran. In der ersten Szene geht es um Hawkeye. Ich bleibe ganz spoilerfrei, keine Angst. Und da geht es auch um Bogenschießen und da achte ich ja so ein bisschen drauf, ne? Ey, das war perfekt. Und als die Person, die mit dem Bogen geschossen hat, als es irgendwie mal komisch aussah, wo ich dachte, oh, das ist jetzt nicht richtig, geht er zu ihr hin, sagt, Moment, das musst du so machen. Und hat es genau richtig gemacht. Ey, perfekt. Ey, ja, also ich meine, Clinton ist ja auch ein Bogenschütze, also das wäre ein bisschen peinlich, wenn sie das nicht richtig machen. Aber okay, das ist ein schönes Detail, was du da hast. Was? Clinton? Was? Also Hawkeye? Ja gut, aber der Clinton. Ist ja... Clint Barton, Entschuldigung. Ja, aber der Schauspieler selbst ist ja kein Bogenschütze. Meistens wird gesagt, hier, nimm das mal in die Hand. Ja, aber es wird halt mal endlich drauf geachtet. Ja. Das willst du damit sagen. Ja, weil das sind so kleine... Das ist auch geil, nimm es mal in die Hand und guck. Ja, genau, nimm mal den Pfeil und zieh da mal dran an der Sehne und dann... wird es schon gut aussehen. Ja, weil das hast du ja meistens irgendwie bei Filmen, weil häufig machen die das so, mittlerweile bei Filmen habe ich gesehen, dass die Person, die den Bogen in der Hand hat, überhaupt keinen Pfeil mehr drauf liegen hat. Das heißt, er wird digital reingemacht. Erik, wenn du das hast, jetzt kommt nämlich gleich die größte Frage an dich überhaupt gleich. Aber jetzt machen wir kurz fertig. Ja, das war es eigentlich schon. Also häufig haben die gar keinen echten Pfeil mehr drauf liegen, wegen irgendwelcher, damit das nicht dann irgendwo hinschießt oder so, sondern die machen den dann digital rein. Den Pfeil und dann siehst du das eigentlich auch, weil die Person, die kann eigentlich, hat nichts Haptisches mehr, was sie da irgendwie halten kann und so. Ja. So, jetzt, was wolltest du? Hawkeye, also Jeremy Renner, ist ja in echt 48 Jahre alt, ja? Hm? Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, 6 Hauptcharaktere, die älter sind als er. Kannst du 3 nennen? Oder 4 nennen? Vielleicht? Ja, Thor, der ist doch hunderte Jahre alt. Nein, im echt jetzt. Captain America ist... Ach so, ich dachte mal... Ich gehe jetzt von den Schauspieler? Vom echten Alter der Schauspieler aus. Auf jeden Fall Robert Downey Jr. Ja. Robert Downey Jr., ja, der ist 54. Definitiv richtig. Älter. Dann wahrscheinlich auch tatsächlich Dings hier. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, genau. Nein, ist Scarlett nicht älter. Johansson ist 34. Oh okay. Oh, das ist wer ist denn noch älter? Hier, Samuel L. Jackson. Ja, der ist 70. Das ist der Älteste. Paul Rudd? Paul Rudd, der ist 50, ja.
Ja. Jetzt bin ich Chris gespannt. Chris Evans nicht. Nee, Chris Evans ist 37. Ist was hast du da für eine Liste? Führst du Buch? Nein, ich bin halt vorbereitet. Boah, da hat seine Hausaufgaben gemacht, damals der Lehrer hier. Hier, Hulk. Hulk? Ja, Mark Ruffalo. Der Mark ist Ruffalo, 51. Genau. Siehst du? Ha, ich bin voll gut. Jetzt fehlen noch zwei und die sind eigentlich auch relativ offen. Also einer ist auf jeden Fall ziemlich offensichtlich, aber... Ja. Stan Lee? Was? Wer? Stan Lee? Er ist so alt, er ist sogar schon tot. Ja, aber der hat auch einen Gastauftritt, wie in jedem Marvel. So, wie sieht's mit Don Cheadle und Benedict Cumberbatch aus? Ja. Don Cheadle, 54. Dominic Cumberbatch ist Benedict. 42. Benedict. Don Cheadle ist 54. Ja, einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Thanos. Ich gebe euch einen Tipp. Ja. Thanos. Ja. Wie alt ist denn Evangeline Lilly? Nee, Evangeline Lilly ist 39. Ja, die ist, okay. Hm. Okay. Na gut, dann haben wir es, ja. Ja. Und Dave Bautista? Jetzt müsste ich gucken. Ha. Hey, den habe ich nicht auf meiner Liste. Ha! Ha! Und Tilda Swinton? 1-0. Ha! 1-0 für Erik. Ha! Tilda Swinton? Ha! John Favreau? Ha! Ha! Karen Gillan ist wie alt? Ja, 36. Nee, 31. Ah, die ist so alt wie ich? Ja. Sehr lustig. Und wer ist der Jüngste? Ha! Und Angela Bassett? Ha! Spidey. Ja, Spidey. Tom Holland. Nee, ist das Kind da. Darf ich jetzt nicht sagen, von wem? Nein, darfst du nicht sagen. Das Cheeseburger-Kind. Nein, du darfst es nicht sagen. Erik, schweige 3000. Genau. Psch, psch, psch. 3000 Mal zum Mond und zurück. So, jetzt machen wir mal Spoiler-Talk hier. Also, ja, bitte. Warte. Achtung, Spoilerwarnung. So, kurz und knackig. So, wir fangen vorne an, weil wir ja schon bei Hawkeye waren. Da hatte ich das erste Mal Pipi in den Augen. Ja? Da lebt man so mit, ne? Wenn man da so mitgenommen wird, wie er seiner Tochter hier das Bogenschießen beibringt. Er dreht sich um, dreht sich wieder um und sie sind alle weg. Seine ganze Familie. Ich habe schon Pipi in den Augen, wenn ich darüber nachdenke. Vor allem, der wusste ja auch, der wusste ja in dem Moment gar nicht, was da los war. Ja. Da frage ich mich dann auch noch, was dann danach passiert ist. Ja, was ist jetzt hier los oder so? Weil der ist ja überhaupt nicht angebunden gewesen an irgendwelche Informationen oder so. Ja, ganz stark. Also ich fand das so irgendwas, stark. Dem hat also, da dass keiner der Film so emotional schon anfängt. Das war... Fertig. Wo die sich dann so, da hat es ja, glaube ich, bei der Frau, glaube ich, hat das, glaube ich, gesehen, wo so ein bisschen der Staub gefallen ist. Ne? Aber... Dann die anderen waren halt, die Frau war vorne. Wer war das? Die Tochter. Der irgendjemand kam dort, hat noch so ein bisschen Staub gesehen irgendwie. Aber. Das war, glaube ich, seine Tochter, ja. 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 Die mit Bogen schützt. Ich wusste auch gar nicht, wie ich das so zeitlich einordnen sollte, die erste Szene. Also, es wurde dann ja relativ schnell klar, wann die zeitlich spielt. Aber ich dachte, okay, haben die jetzt alle überlebt? Hat er sich da völlig abgekapselt? Und dann, okay. Hm. Und dann so dieser typische Actionfilm, jetzt ist es was Persönliches. Ja, yeah, jetzt now it's something personal. Was ich jetzt noch vorher nachgelesen habe, oder wo ich drüber gestolpert bin, was mir so im Nachhinein, wenn ich wirklich drüber nachgedacht habe, passt es schon, in dem Marvel-Logo am Anfang, also nach der Szene mit Hawkeye, kommt ja das Marvel-Logo. Ja? Wir kennen das ja mit den Comicbüchern und blablabla. In diesem Logo sind alle Helden rausgenommen worden, die bei Infinity War zu Staub zerfallen sind. Okay. Es sind nur die gezeigt worden, die quasi überlebt haben, ne? Der Fingerschnipser. Es sind nur die gezeigt, die überlebt haben. Ja, voll krass. Das ist verrückt, ne? Wollen wir den größten Kritikpunkt gleich mal ansprechen, was mir auch gleich im Film aufgefallen ist und nachdem ich das auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen habe und auch gesehen habe, dass es andere offensichtlich genauso sehen, obwohl im Internet findet man immer irgendjemand, der irgendeine dusselige Meinung teilt. Aber ich habe immer noch die Meinung, dass es Captain Marvel überhaupt nicht gebraucht hätte für diesen Film. In keinem Moment. Weil die Rettung am Anfang, die hätte auch anders erfolgen können. Und vor allem, wir hatten zu DDR-Zeiten ja keine Superhelden-Comics, das kam ja nicht, gab es bei uns einfach nicht. Ne? Es schwappt dann ab und zu mal so ein paar Comics rüber. Und
dann wurden die natürlich auch weitergegeben, die waren dann schon total ausgelesen und sonst was. Und ich hatte da einen von Superman tatsächlich. Und in diesem Superman-Comic rettet er ein Space Shuttle, was irgendwie Probleme hat und hängt sich unter das Space Shuttle und bringt das sicher auf die Erde. Und das war genau die Szene, ey, wo ich mir gedacht habe, ja, und wie ich dann später, viele Jahre später erfahren habe, das war wohl ein sehr ikonischer Comic von Superman und ich glaube, wenn ich dieses Heft damals behalten hätte und nicht weiter vertauscht hätte gegen irgendwas anderes, ich glaube, das wäre sogar was wert gewesen, trotz seines Zustands. Weiß nicht, vielleicht ihr seid mehr an dem Comic-Thema drin, vielleicht nicht so sehr DC, aber vielleicht habt ihr von diesem Heft auch schon irgendwas gehört. Also bestimmt. Und das fand ich einfach zu sehr auch geklaut, die Szene. Also das, ey, guck mal, wie lange das her ist. Ey, als ich klein war, so viele Jahre, blieb mir diese Szene, wo sich Superman unter das Space Shuttle hängt und es sicher landet, so in Erinnerung. Und dann kam das da auf der Leinwand. Das haben wir aber überall. Das gibt es ja auch in Man of Steel. Da tut er doch irgendwie ein Flugzeug genauso retten, gut, da passt indem ja. er dann irgendwie im Baseballstadion landet. Da passt ja, wenn, so. Wenn das Superman-Move ist, ne? Ja, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, Erik. Ja, aber dann, ich meine, hey, die kommt einmal in dieser Skype-Konferenz vor und dann am Schluss ist sie mal da und fliegt durch so ein Raumschiff durch. Hallo? Und dann ja, das, was ich, ja, wie was ich auch schon... Gesagt, sie hat ja noch die anderen Planeten zu beschützen. Ja, ey, aber dann, ja. Und dann, was ich auch bei uns in die Gruppe geschrieben hatte, wo wir gesagt hey, hier, Captain Marvel, pass mal hier bitte auf diesen Handschuh auf da und bring den weit weg. Und was macht sie? Fliegt genau zum Thanos hin und lässt sich das Ding wegnehmen. Ja, nee, also, es hieß nicht, bring ihn weit weg, ja, sondern aber bring ihn dahin. Die müssen ihn ja reintun. Pass drauf die auf ihn oder ja irgendwas. Zu dem Van bringen. Ja, pass drauf auf oder irgendwas. Sie fliegt natürlich genau da. Sie kann fliegen. Hey, Thanos kann nicht fliegen. Ja, sie hätte einfach einen riesen Bogen um ihn und dann wäre alles gut gewesen. Ja. Aber ey, das waren, ja. Die hatte effektiv 4 Szenen im Film. Am Anfang... Die Szene, wo sie mal da so, hey, ich bin jetzt auch da, hier, alles wird gut und so, dann ist sie weg, ein Skype-Telefonat, am Schluss kommt sie wieder, ja. Ja, aber es ist doch in Ordnung, es wurde im Vorfeld schon rumgemeckert, dass es ja nicht in Ordnung Kannst wäre. Kannst du bitte mal ein bisschen näher ans Mikrofon gehen? Entschuldigung, ich habe mich nur zurückgelegt. Danke. Es wurde ja am Anfang schon rumgemeckert, dass es ja nicht sein könnte, dass jetzt ja jemand Neues kommt und die eine ganz wichtige Rolle im Endgame haben wird. Auf diesem Kritikpunkt tue ich ja immer noch rummeckern. Und das ist doch jetzt in Ordnung. Der Film ist auf den ursprünglichen Avengers aufgebaut, plus ihre ganzen Zusätze aus allen Universen, Welten, was weiß ich, ja. Aber das Hauptaugenmerk liegt nun mal auf den Original-Avengers. Und wenn sie dann das schafft, das Flugzeug zu zerstören, dieses Riesending, damit nicht noch mehr von den bösen Thanos-Anhängern auf die Erde kommen, dann war das halt ihre Aufgabe. Und ich finde es in Ordnung. Ich finde es auch okay, dass sie nicht eine größere Rolle hatte. Weil sie musste sich um das Universum kümmern, um die anderen Planeten. Und die anderen waren auf der Erde zuständig. Das ist doch in Ordnung, meine Güte. Dafür, dass sie so aufgebaut wurde mit einem eigenen Film vorher... ja, aber es wurden doch alle. Habt ihr eigentlich dieses, es gab ja vor einigen Jahren mal diese Grafik von Marvel, was sie in diesem MCU alles bringen wollen für Filme. Wisst ihr eigentlich so, ab welchem Moment klar war, es kommt ein Captain Marvel Film, jetzt abgesehen von dieser Post-Credit-Szene von Infinity War? Ich glaube, relativ früh. Relativ früh glaube ich fast nicht, weil ich glaube fast, als diese Post-Credit-Szene in Infinity War kam, da haben viele gesagt, oh, jetzt kommt ein Captain Marvel-Film. Also muss es ja vorher noch nicht bekannt gewesen sein. Glaube ich nicht, weil Black Panther und so war ja auch relativ früh bekannt. Und der hat auch keine Rolle in Infinity War, in Endgame. Den hätte ich auch komplett rauslassen können. Sorry, also... Da sind ein paar, die sind eigentlich... in Anführungsstrichen zu kurz gekommen. Ja gut, ja. Aber es gab ja ein paar Szenen auf Wakanda. Nein, zu kurz gekommen ist keiner, weil es ging um die Avengers und es ging um die Grund-Avengers. Es ging um den Sag ich doch. Und deswegen kam da keiner wirklich zu kurz. Es ist auch diese Staffelübergabe schon ein Stück weit dabei. Definitiv auch mit den neuen Avengers, die sich daraus einfach auch ergeben. Und für mich kam Captain Marvel viel, viel, viel zu kurz, weil... Ich habe da auch den Artikel, den der Erik geschickt hat, auch gelesen und bin da eigentlich derselben Meinung. Die waren völlig überfordert mit ihr. Also völlig, die ist echt eine ganz andere Hausnummer nochmal, Captain Marvel. Und wie sie es allerdings auch im Film richtig gesagt haben, oder sie es auch gesagt hat, sie ist ja nicht nur jetzt hier für die Erde da,
um da zu helfen, sondern sie ist auf anderen Planeten, im anderen Universum unterwegs, die halt nicht so Leute wie die Erde jetzt hat. Und das fand ich dann aber wieder okay. Nur, wie gesagt, ich fand, sie kam etwas zu kurz. Und dass sie Thanos alleine den Arsch hätte versohlt, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Das hat sich angedeutet. Er hat sie dann kurz zwar ausnocken können, aber auch da wäre sie kurz drauf wieder auch da gestanden. 100 pro. Der Thanos deswegen hat ganz schöne Kraft gehabt. Also auch wenn er keinen Handschuh hatte, ne? Ja, richtig. Ja. Das war schon ganz schön irre da. Auch dieses, aber das war ja klar, dass Thanos ziemlich mächtig ist. Auch dieses breit, doppelseitige Breitschwert da, das war ja nahezu unzerstörbar, also bis zu einem bestimmten Punkt, ne? Also war schon. Ja. Ich lese ja gerade in IMDb, in diesen zusätzlichen Spoiler-Fakten, der Erschaffer oder der von Thanos hat einen kleinen Cameo-Auftritt im Film. Ich weiß ja eigentlich nicht, wer das ist. Also die Figur Thanos. Können wir noch darüber reden, dass mit Endgame sämtliche Zeittheorien von allen anderen Filmen mal geschwind hops gehen? Nein. Was meinst du für Zeittheorien? Naja, normalerweise ist es in jedem Film, den man guckt, wo es um Zeitmaschine oder Zeitreisen geht, ist es immer so, du reist in die Vergangenheit, änderst etwas und veränderst damit deine Zukunft. Und in Endgame wird es ja erklärt, dass das eigentlich falsch ist. Es wird deine Zukunft, aus der du kommst, wird nie verändert. Ja, weil man jetzt bei Endgame davon ausgeht, dass sich ja verschiedene Realitäten bilden. Ja. Wenn es allerdings nur eine Realität gibt, dann ist das mit der, du veränderst mit den Taten in der Vergangenheit deine eigene Zukunft, ist das dann schon richtig. Aber es gibt durchaus auch Filme, die das richtig machen. Also das Zurück in die Zukunft, dass das ein bisschen Banane ist, das ist klar, aber es ist, halt tolle Unterhaltung. Hallo, könntest du das bitte? Es ist von wissenschaftlicher Seite. Entweder du nimmst es zurück oder ich beende diesen Podcast an dieser Stelle. Ich bin totaler Fan von die Zurück in die Zukunft, keine Frage, ey. Aber von wissenschaftlicher Seite her ist das doch ein bisschen Banane, ist aber tolle Unterhaltung. Ich mag die ja sehr. Aber ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Also es ist ganz einfach so, stell dir vor, eine ganz normale Zeitlinie, ja? Ja. Und du reist jetzt quasi bist jetzt ganz rechts auf diesem Zeitstrahl, ja? Und reist quasi, springst nach links zurück, änderst dort was und springst wieder nach vorne auf der Linie, ja? Mhm. Dann wäre es so, dass du deine eigene Realität geändert hast, ja? Weil du gehst jetzt zurück in der Zeit, stellst deine Tasse Kaffee, die du gerade hier hast, stellst sie da irgendwo an den Platz, reist einen Tag zurück, kommst wieder hierher. Und dann steht die quasi morgen genau an derselben Stelle, obwohl sie jetzt da noch nicht stand, ja? Mhm. Und das geht halt so nicht, weil es wird halt noch mehr verändert, also außenrum. Deswegen reisen die auch alle gleichzeitig zurück, weil ansonsten, wenn der eine da einen Stein holt in der einen Realität und zurückreist, sind die anderen ja immer noch nicht da und haben die Steine. Deswegen müssen die alle gleichzeitig abreisen in ihren jeweiligen Zeiten und gleichzeitig wieder zurückkommen, damit sie alle in derselben Realität die Steine haben. Ja. Okay, also das, wie es bei Zurück in die Zukunft war. Deswegen bringt man auch die Steine wieder zurück, weil das sonst die Realität verändern würde, richtig? Genau. Also deswegen, das, was bei Zurück in die Zukunft war, dass er quasi sich selbst begegnet in der Vergangenheit und dadurch sich selbst auslöscht, das kann halt nicht passieren. Weil er erschafft ja seine neue Realität. Ja. Ja. Und er bleibt ja weiterhin bestehen. Das ist halt wissenschaftlich. Ja, okay, das habe ich jetzt verstanden. Das hatten wir sogar. Was? Ey, wir hatten echt, muss ich sagen, es gibt ja coole Lehrer. Der Chris ist bestimmt auch ein cooler Mathelehrer. Den hätte ich bestimmt auch gerne in Mathe gehabt. Wir hatten einen coolen Physiklehrer, den Herrn Wilden. Hieß der, sah ein bisschen aus wie Mr. Bean und der hat uns solche Sachen tatsächlich erklärt. Also wir haben diese ganzen Sachen mit Zeitreisen und hier Schrödingers Katze und so, diese ganzen philosophischen Physik-Sachen haben wir im Leistungskurs dran gehabt und das war echt gut. Der hat das dann auch so an Beispielen und so, ja, fand ich echt gut. Also wenn da so Lehrer hast, die das so ein bisschen in die Jugend übersetzen können, diese ganzen wissenschaftlichen Themen, das ist schon wahnsinnig viel wert. Was ich krass eigentlich fand, war auch also gerade wenn wir eben immer noch bei den Zeitreisen sind, fand ich die Entscheidung von Captain America, ja, in die Vergangenheit zu reisen, die Steine zurückzubringen, aber nicht wiederzukommen. Im Endeffekt hat er ja dann in der alten Realität, also er reist ja zurück, so, ne, und hat dann ja quasi zweimal existiert.
Er ist ja zurückgereist, hat mit seiner Freundin getanzt, war aber ja eigentlich zur gleichen Zeit auch eingefroren. Ja. Er ist ja quasi zweimal existiert und hat den ganzen Scheiß, überleg mal, der hat den ganzen Scheiß nochmal mitgemacht. Moment mal, das ist nicht gesagt, dass der da, lass mal kurz überlegen. Ah doch, muss ja, weil wenn er ist ja zurückgereist und hat dann mit seiner Freundin in dem Haus getanzt. Das würde ja aber bedeuten, dass er auch in der Zukunft und zweimal da ist. Ja, das ist ja das, was ich nicht verstehe. Das ist ja das, was ich ganz klar sage, das verstehe ich nicht. Aber er muss ja das alles nochmal mitgemacht haben, sonst könnte er ja zum Schluss nicht auf der Bank sitzen als alter Mann. Das heißt aber auch, dass er die 5 Jahre mit der halben Weltbevölkerung nochmal mitgemacht hat, dass er New York nochmal mitgemacht hat, zwar als außenstehende Person, wahrscheinlich nicht aktiv beteiligt, weil er ja weiß, dass er selber in seinem anderen Ich da kämpft, aber er hat es alles nochmal mitgemacht und das nur für ein Leben mit seiner großen Liebe. Tja, und Mensch, sehr kann ich mir aber nicht erzählen, dass das die Zeitlinie nicht beeinflusst hat, dass er zweimal existiert hat. Ich glaube, ich muss dir noch das zweite Mal gucken dann. Vielleicht hat er ja sich, der war ja da eingefroren, ich weiß nicht, wo war der jetzt da genau eingefroren? Was war das? Irgendwo in ewigem Eis. Auf der Erde oder wo war der? Ich kann mich da nicht erinnern. Gott. Doch. Ich weiß, ich und da haben den sie ihn ja dann gesehen. Aufgeweckt. Vielleicht hat er 70 Jahre später. Vielleicht hat er das verhindert, dass sie ihn aufwecken. Irgendwie. Das glaube ich nicht. Naja. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen seltsam, aber ansonsten fand ich es gut. Ja, der Film ist ohne Frage einer der besten, die ich seit langem gesehen habe. Und dann müssen wir natürlich noch über zwei Todesfälle sprechen. Über was? Über zwei Todesfälle. Ja, 4 Hochzeiten und 2 Todesfälle. Ich frage mich bloß, ob das auch jemandem gefällt, der jetzt nicht so diese ganzen Superheldenfilme geschaut hat, weil da ist natürlich 3 Stunden auch ein ganz schönes Brett. Deswegen gebe ich auch keine 10 Punkte, weil bei mir ist es so, wenn ich den Film, wenn ich da Bock habe, den auch viele, viele Male nochmal zu gucken, ich würde ihn jetzt noch gern nochmal im Kino gucken, weil der braucht auf jeden Fall auch die große Leinwand. Aber ich weiß nicht, ob ich mir den denke, ach, jetzt guckst du mal wieder Endgame und leg hier die Blu-ray ein, 3 Stunden Brett her, der ist mir da einfach zu lang, also das deswegen habe ich den leicht abgewertet, weil man hätte es hat eigentlich so jede Szene so seine Bewandtnis, deswegen will ich den auch gerne noch ein zweites Mal gucken, um da vielleicht rauszufinden, okay, wo hätte man ein bisschen was kürzen können, aber ich glaube 3 Stunden ist da ein bisschen sehr, sehr lang. Also ich habe so Filme, also ich Pulp Fiction, den habe ich am Anfang ein paar Mal geguckt, der geht ja auch irgendwie 154 Minuten oder solche anderen, aber die guckst dann auch nicht so oft mehr. Vielleicht manche Stellen noch, aber so in der kompletten Gänze nicht. Was halt sehr schön war, waren so diese ganzen Szenen, die auch so ein bisschen rückblickend auf die letzten 10 Jahre waren, wo dann einfach mal bestimmte Sachen wieder angesprochen wurden oder so Rückblenden gezeigt wurden oder sogar noch Rückblenden vor die ganze Zeit dieses MCU, ne? Siehe Iron Man, der seinen Vater trifft und so, das war schon, es waren sehr, sehr, sehr viele tolle Szenen drin und gut, du willst unbedingt über die Todesfälle sprechen, ne? Ja, also ich finde es halt wichtig, also ich finde es auch krass, zum Beispiel jetzt abgesehen von dem Todesfall finde ich auch Black Widow, extrem schade. Was meinst du denn mit dem Todesfall? Haben wir ja noch nicht genannt. Tony. Ja, genau. Der Iron Man, der sich opfert. Iron Man, der sich opfert. Und auch Black Widow, die sich opfert. Und ich kann es aber auch verstehen, dass es die beiden sind. Weil wenn ich an S.H.I.E.L.D. denke und an diese ganze Geschichte, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ich denke automatisch an Black Widow und Iron Man. Aber haben jetzt Black Widow und Hawkeye, haben die jetzt so eine starke persönliche Verbindung gehabt, dass quasi Budapest. Der... Ja. Bitte? Budapest. Ja, dass da so ein Seelenstein quasi, dass sie ihm so viel bedeutet, weil er hat ja mittlerweile Familie und alles, die ja, ihm vielleicht mehr bedeutet. Nee. Ich denke, das hat ganz viel mit Freundschaft zu tun. Ja. Es gibt Menschen in deinem Leben, mit denen bist du nicht verwandt, mit denen lebst du nicht zusammen und du liebst sie trotzdem und du würdest alles für sie tun. Und die beiden haben, glaube ich, so eine Beziehung. Also man könnte das so schön spoofen, diesen Film, wenn man dann so, wenn die sich da reinstürzt und der sagt, oh Gott sei Dank ist die weg, ey, zack, und dann kommt kein so ein Stein. Oh.
Nee, also nein, ich aber man muss es ja auch nochmal anders sehen, weil Black Widow ist ja, sie kommen ja dort an und Red Skull begrüßt sie ja mit Tochter von Ivan. Und dann, ja. Oh, ich wusste nicht, dass dein Papa Ivan heißt. Und dann kam, ja, das wusste ich auch nicht. Das ist ja. Nämlich genau das, weil Romanov eigentlich diese komplette Einzelkämpferin ja auch irgendwo ist. Und aus dem Grund ist so diese Beziehung, die sie einfach auch zu Hawkeye hatte, ist schon dieses einfach, ja, mehr wie Freundschaft. Das ist wirklich eine ganz, ganz innige Freundschaft. Freundschaft das gibt plus. Schon Sinn, auch, dass sie sich, ja, Freundschaft plus, das weiß ich vielleicht im Budapest, das erfahren wir noch. Ah. und deswegen ist so, ich finde es schon dramatisch, auch weil sie ja, oder was heißt dramatisch, ich finde es folgerichtig, sie hat auch das ganze Ding zusammengehalten am Ende. Ja. Auch dieser Auftritt dann, wo der Captain bei ihr steht und sagt, ja, aber wenn das und das und alles und wie sieht's aus und hier und da, und dann meint sie ja auch, ja, wenn ich es nicht mache, wer macht's dann? Und das ja. ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, es gibt schon Sinn, dass sie sich da mehr oder weniger dann auch opfert für die Sache einfach, weil ganz arg viele haben eben Familie und Freunde um sich herum verloren, und sie hat ja jetzt nicht wirklich Familie verloren, weil sie ja nicht wirklich Familie auch hatte. Ja. Ja, deswegen, und das halt die Sache mit Tony am Ende, ja, es ergibt für mich einfach Sinn. Hart. Jetzt für euch. Ja, natürlich ergibt es Sinn, aber es ist hart. Aber was natürlich cool war, bevor ich, das muss ich mir merken, dass ich das andere nicht vergesse, was natürlich cool war mit Iron Man, dass dann quasi so einer der ikonischsten Sätze aus dem ersten Iron Man Film, I am Iron Man, dass das jetzt hier wieder gekommen ist, ne? Ja. Ja. Ich bin Iron Man. Und so, eben der Junge am Ende, ja, ist auch unfassbar wichtig, glaube ich. Ja, bei der Trauerfeier da, der wird wahrscheinlich dann der neue Iron Man. Was ich noch frage, ich habe nur eine kurze Frage, bevor ich es vergesse, das ist mir dann auch, diesen Seelenstein, den gibt es nur einmal, oder? Also wenn der Thanos dann danach auf diesen Berg steigt und da die Runde schmeißt, dann kommt der nicht nochmal, ne? Oder den was? Den gibt es ja nur einmal, den Stein. Ja, das war meine Deswegen Frage. Deswegen müssen sie ja alle Steine zurückbringen. Weil das schien so, als bleibt der andere da oben, da dieser gruselige Typ da. Red Skull. Den gibt's noch als, ja, genau, als ob der da immer wartet, dass dann neue Leute kommen, da so einen Stein haben wollen. Das ist ja sein Fluch, der muss ja da warten, ne? Klar, ja. Der ist ja dort. Nur der Seelenstein ist ja getauscht, eine Seele für eine Seele. Ja. Und dann ist quasi Black Widow der. Nee, dann ist er ja weg. Das ist quasi das Artefakt gefunden und dann ist die Quest beendet da oben. Ja, so in etwa. Okay. Was ich übrigens auch noch ein bisschen schade finde, ist, dass das Thema oder die Storyline vom Guardians of the Galaxy 3 jetzt auch schon bekannt ist. Ja, wer dann mitreist. Ja. Quasi Thor als der Dude. El Dudorino. Seine Dudeheit. Seine Dudeheit. Ja, seine Dudeheit. Aber sag mal, am Anfang fand ich es ja noch echt cool, habe ich da kaputt gelacht, aber irgendwann hat es sich so ein bisschen abgenutzt, fand ich. Diese ja, aber es hat mir ja... Halt treu geblieben. Ja, aber das hatten wir ja auch bei Hulk. Hulk, die beiden waren die erstaunlichsten und nervigsten Hulk Charaktere, die zwei. Mit seinen Selfie da, das war schon ein bisschen hart an der Grenze. Also wo ich gesagt hätte, oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hulk, der Dab macht, also eine dumme Armbewegung macht. Ja, aber gut, ich habe es mir dann auch, das war ja relativ am Anfang vom Film, ne? Ja. Das heißt, sie sitzen ja da noch zusammen und bekaspern da in diesem Diner, wie sie es weitermachen wollen. Und dann passiert das ja, weil sie holen ja erstmal die ganze Busladung an Leuten zusammen, die sie brauchen. Und ich konnte mir denken, oder ich habe es mir dann so zusammengereimt, dass sie erstmal so eine gewisse positive Grundstimmung schaffen wollten für den Film. Vielleicht auch ein bisschen quatschig sein wollen, um dann, wenn es dann wirklich dramatisch und traurig wird, um da so eine Dynamik drin zu haben. Weißt du, wie ich meine? Dass dann erstmal so das angehoben wird. Und dann hat es für mich so wieder ein bisschen Sinn gemacht, ja. Und ja, rückblickend, also es passt eigentlich schon so. Das Problem ist, die wollten halt für viele Charaktere auch ein Happy End, also so eine Art Happy End. Und dass halt Hulk und Banner endlich mal quasi Freundschaft schließen und eine Einheit werden, das war ja das einzigste, in Anführungszeichen, Happy End, was für Banner funktioniert hat. Ja, deswegen ist es schon in Ordnung so, aber... Ich lese gerade hier, das müsste ja was für euch sein, Aaron Taylor-Johnson, der Quicksilver gespielt hat, hatte wohl bei ersten
Fotos vom Set war der mit zu sehen und ist dann im finalen Cut nicht enthalten. Aha. Ach, sowas. ja, ach ja, Iron Man, ja. Ich habe schon wieder Pipi in die Augen, wenn ich an Iron Man denke. Das war aber schon so ein bisschen kleiner Taschenspielertrick, würde ich es mal nennen. Da. Ja, also ich habe also kurz bevor... Was, wo sind die? Knips? Ja. Also kurz bevor bevor wir in den Film gegangen sind, habe ich noch einen Artikel gelesen, irgendwie 6 Gründe, warum es nur zum Tod von Iron Man führen kann. Oh, und, okay, da hast du schon sowas geahnt. Ey, deswegen soll man sowas nicht lesen, nee. Ich habe auch alles. Ja, das war aber nicht, das war halt eine Fantheorie oder irgendwie, oder was stand dran, glaube ich, Meinung oder so. Aber es ist halt fucking Iron Man. Und der ist jetzt nicht mehr da. Also Tony Stark bzw. Robert Downey Jr. in dieser Rolle, die war perfekt. Die war für ihn abgestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer Schauspieler jemals an diese Leistung rankommt. Ja, guck mal, also ich bin Fan, würde ich jetzt, ja, ich mag Robert Downey Jr. total gern. Also ich hab mich auch gefreut. Er hat ja einen ziemlichen Absturz gehabt mit Drogen und Alkohol und so weiter. War da auch in der Yellow Press drin und so. Und hat es dann mehr oder weniger ja so ein bisschen durch die Serie Ally McBeal geschafft. Die habe ich auch geguckt, ja. Und da hat er echt tolle Szenen drin gehabt. Und dann haben sie ihn ja aus der Serie raus, weil er wieder einen Rückfall hatte. Und ich habe mich dann echt gefreut dann bei Iron Man. Da war ich auch bei dem ersten Iron Man, war ich auch im Kino und so. Ich habe mich wirklich gefreut, dass er wieder eine Rolle hat, weil ich mag den total gern sehen. Der hat so eine kumpelhafte Art, die auch so, ja, es ist einfach richtig gut, was der macht. Ich finde es so gut, dass er da jetzt das zumindest durch dieses Projekt auch sich da auch so persönlich im Griff behalten hat. Also hat man ja nichts mehr am Rande gehört, ne? Also da ist jetzt nichts vorgefallen und so, und ich wünsche ihm das total, dass er jetzt, wo das alles vorbei ist, dass er irgendwie auf diesem Weg auch bleibt und dass er vielleicht irgendwie wieder andere coole Rollen spielt. Aber ja, ist halt, ja, ich denke mal, so als Schauspieler willst du auch nicht immer auf diese eine Rolle festgelegt werden. Irgendwann willst du vielleicht auch mal was anderes machen, und ich glaube, der hat jetzt auch schon genug damit verdient, mit dem er so. Ist auch mal Zeit. Verdient hat er auf jeden Fall damit. Zeit für was Neues dann, denke ich. Christo, bist du still? Du als großer Iron Man-Fan, bist du still? Sag nein, für mich passt das einfach. Das war, mit Iron Man hat es angefangen, mit Iron Man 2 wird es enden. Der Satz, der hängen geblieben ist nach Iron Man 1, ist: Ach, scheiß drauf, ich bin Iron Man. Ja, wo es sich nochmal umdreht an die Presse. Und jetzt sagt Thanos, sagt, ich bin unvermeidbar. Und er guckt ihn an und sagt, und ich bin Iron Man. Bam. Und auch, dass dann nach dem Abspann keine Post-Credit-Szene kam, sondern nur dieses eiserne Klopfen, das ganz, ganz deutlich in die Richtung ging mit, wie Iron Man seine erste Ausrüstung zusammengehämmert hat. Einfach auch da nochmal die Erinnerung daran zurück. Es ist ein Anfang, ein wunderbarer Anfang mit Iron Man, es ist ein wunderbares Ende mit Iron Man, und für mich gibt es auch eigentlich keinen zweiten, der Iron Man spielen könnte, in der Art. Das hat sich eingependelt über die letzten 11 Jahre, über die was weiß ich wie viele Filme, die sie jetzt da mit Iron Man hatten. Und wenn du die Comics liest von früher und du schaust dir das an und guckst dann Robert Downey Jr. an, das ist, als ob er dafür geboren wurde, ein Stück weit. Und das ist halt das Schade. Und Iron Man hatte einfach diesen Witz, diese Leck mich doch am Arsch Attitude und so ein bisschen auch dieses Arrogante mit drin. Und das fand ich immer ganz gut. Das hat wunderbar zusammengepasst in einem Charakter. Und er ist auch derjenige im Film, der sagt, hey, wir wollen das zu Ende bringen, aber ich möchte nichts in meiner Zukunft verändert haben. Ich möchte meine Familie haben, ich möchte da sein. Und genau er ist es dann, der im Endeffekt doch die ganze Zukunft für seine Familie ändert. Hier würde ich gerne mal einhaken. Wir hatten ja drüber spekuliert, wie es weitergeht, ne, mit Doctor Strange, dass der ja quasi diese 14 Millionen Enden schon gesehen hat. Ja. Und dann gesagt, okay, es gibt ein was. So. Und dann war es quasi tatsächlich doch so, dass er gesagt hat, okay, es gibt ein Ende, deswegen gebe ich jetzt diesen Stein an Thanos, diesen, der noch fehlt. Aber er hat schon gesehen, okay, wir werden zwar die Welt retten dadurch in dieser einen einzigen Möglichkeit, aber es wird halt ein paar Leute erwischen, und das hat er wahrscheinlich dann vorausgesehen gehabt schon, ne? Deswegen ja, war er da auch so.
Es gab ja dann jetzt auch die Szene, wo dann Iron Man ihn fragt, ist das diese eine, ist das das, was du gesehen hast, ist das die eine Möglichkeit? Und dann sagt er ja, wenn ich das jetzt sage, dann wird sie vielleicht nicht in Erfüllung gehen, quasi diese Variante. Nee, wird sich passieren. Und dann, kurze Zeit später, wird, glaube ich, Tony bewusst, was er tun muss. Und nimmt ja nochmal quasi Kontakt. Ja, aber das ist der Moment, wo es wirklich gerade drauf ist, den Bach runterzugehen. Und genau. Dann guckt er nochmal zu Strange rüber. Genau, und Strange zeigt mit einem Finger die eine Möglichkeit. Und da wird Iron Man klar, dass er alles aufgeben muss, um alle, ich fange schon wieder an zu heulen, um alle zu retten. Um seine eigene Tochter zu retten. Ich muss sagen, bei der Szene hatte ich jetzt keine feuchten Augen so. Das war irgendwie. Ich hatte aber dafür bei sehr vielen anderen Szenen, die einfach so, ach, ist das schön. Also so, weil was bei mir immer so total verfängt, ist, wenn ein Film so eine Szene kreieren kann, die so eine Aussage hat wie, so schön wie es jetzt ist, wird es nie wieder, oder so schön wie es damals war, wird es nie wieder sein, so ungefähr. Und das hat dieser Film einfach an so vielen Stellen, wo dann so Leute zusammenkommen, wo die nochmal was erzählen, oder die reisen ja dann auch in der Zeit zurück, wo du nochmal irgendwas siehst und so. Und da gab es einfach so viele Szenen, auch wenn das so perfekt irgendwie gefilmt ist, wo du sagst, oh, hier stimmt gerade alles in der Szene. Da bin ich so vom Film-Nerd, da könnte ich manchmal so, oh, ist das herrlich jetzt gerade. Wenn das einfach so wirklich vollkommen rund ist, wenn das gut inszeniert ist, dann sitze ich da und denke, oh, ist das geil, ist das schön. Und da hat es einfach so viele coole Szenen gehabt da. Ja. Ach, und die ganzen witzigen Szenen, was weiß ich, in New Asgard, wenn sie da irgendwie Fortnite spielen oder irgendwas da. Ey, das war einfach so cool, auch so popkulturelle Referenzen da mit reinzubringen. Und was ich übrigens noch ganz kurz auch noch erwähnen möchte, ist die Szene, wo sie in New York sind, wo Hulk den Zeitstein holen soll. Erinnert euch? Hulk den Zeitstein. Lass mal kurz überlegen, welcher war das jetzt? Der oben, wo auf dem Dach ist mit Tilda Swinton. Ach ja, genau so. Hey, gib mir den mal. Genau, ja. Achso, das passiert erst in 5 Jahren. Und wo sie ihm dann eine verpasst und quasi Hulk ausnockt und Bruce Banner rausholt, fand ich brutal gut. Ja, ist das es aber jetzt so, rein, also rein von der Sache her, müsste es ja jetzt so sein, dass er immer so groß und grün bleibt. Theoretisch. Ja. Also dass er, außer wenn da jetzt Tilda Swinton... Hat er gesagt, 18 Monate Gammastrahlung. Hat er dran gearbeitet. Ja, aber ich weiß nicht, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob mir das gefällt. Dass er jetzt immer so groß ist. Ja, weil, das weiß ich auch nicht. Das weil fand ich auch nicht ganz so glücklich. Ich fand eigentlich immer ja das Coole, es gab ja damals auch eine Hulk-Fernsehserie, okay, die war jetzt ein bisschen cheesy, aber die habe ich gern geguckt. Weiß nicht, ob ihr die auch kennt, die war, glaube ich, vor eurer Zeit. Lou Ferrigno, hallo? Hä? Der kommt zu Comic-Con, Lou Ferrigno. Ja, ich kann es zeitlich jetzt nicht mehr einordnen, ich weiß nur, ich war sehr klein irgendwie. Und das fand ich halt immer cool, wenn es dann aus ihm raus, wenn das alles so aufgerissen ist, sodass er quasi als Superheld so unter normalen Menschen gar nicht aufgefallen ist und dann halt zum Superhelden geworden ist dann. Also ähnlich wie Superman, wenn er seine Brille absetzt und dann auf einmal, hey, du bist der Superman, und setzt Brille wieder ist auf. Ist ja ah. Witzig. Keiner erkennt ihn mit Brille. Nee, aber hier ist halt schon noch ein bisschen, und das fand ich eigentlich immer ganz gut. Und dieser Überraschungseffekt geht natürlich dann verloren, wenn er immer als Hulk durch die Gegend läuft. Ja. Apropos Überraschung. Und bei Ikea kriegt er auch kein Bett gekauft. Also. einen Satz möchte ich euch noch an den Kopf werfen. Yeah. Und zwar im englischen Original heißt es: Tony, trying to get you to stop had been one of the failures of my entire life. Okay. Hm? Wer hat das gesagt? Na, seine Frau. Ja. Und warum sagt sie dann am Ende auch, das ist nämlich genau der Punkt, am Ende sagt sie auch, hey, es ist okay, es passt. Auch die hat es doch gewusst, dass es irgendwann so kommen muss. Das war ihr klar. Ja. Und da ist er wenigstens nicht für eine völlig nichtige Sache da irgendwo von irgendwelchen Robotern oder irgendwas da, sondern wirklich für die ganze Menschheit quasi sich geopfert. Ja. Und wo wir gerade noch beim Thema auf Spider-Man. Ja, hey. Ach ja, genau, wollte ich vorhin, wo du gesagt hast, hier mit Iron Man, das war auch so eine coole Szene in dem Spider-Man Homecoming-Film, den wir ja letztens nochmal geguckt haben, wo er
Spidey da eingeladen hat in die, war das die Avengers-Zentrale? Ich glaube ja, ne? So, hey, ja, du kannst jetzt hier mitmachen und so, ne? Ah, das ist doch jetzt ein Test, oder? So, nee, ich mach nicht mit und so. Aber hey, hier hinter dieser Wand warten schon die ganzen Reporter, die wollen dich sehen. So, ah, nee, guter Witz, ne? Und geht dann und dann kommt dann wirklich hier so, die geht die Wand auf, ne? Und siehst dann wirklich da die, das Blitzlichtgewitter und so, ne? Könnt ihr euch nicht erinnern, ich merke schon. Doch, natürlich. Oh, das hat euch nicht so begeistert wie mich. Das kann auch sein. Das ist witzig. Ah ja. Ja, cool. Das war es jetzt erstmal. Ne? Also Spider-Man kommt ja dann als nächstes. Und was haben wir da noch so? Gibt es eigentlich irgendwo eine gescheite Grafik im Internet, die sagt, was jetzt kommt? Guardians of the Galaxy 3. MCU ja. Phase 4, oder? Heißt das dann? Nee, und also ist, ja, wobei man sagen muss, ich habe auch gelesen, dass nicht Endgame diese Phase abschließt, sondern Homecoming. Far From Home. Ach, Far From Home. Schließt diese Phase ab, nicht das Endgame. Ich dachte, Far From Home ist Phase 4. So, was haben wir denn hier? Fandom. Hier, nein. Fandom. Ich bin bei marvelcinematicuniverse.fandom.com. Da gibt es ein Wiki. So, da steht drin, es kommt ein Black Widow-Film, The Eternals, ja. Doctor Strange 2, Black Panther 2, Shang-Chi und Guardians of the Galaxy 3. Ja. Da steht nichts von. Und Captain Marvel 2. Steht hier nicht drin. Tja, siehst du. Und ich bin hier bei dem offiziellen Fandom von Marvel Cinematic Universe. Naja, wir werden es ja sehen, was dann so kommt. Ich tippe mal noch, dass vielleicht ein Female Avengers Film kommt, weil da gab es so eine ikonische Szene in dem Film, wo alle Mädels nebeneinander stehen und so in die Kamera gucken. Es war so richtig so wie so ein Poster schon. Hättest du ein Foto machen können, gleich fürs Poster jetzt Avengers irgendwie drunter schreiben können. Ja. Wovor ich ein bisschen Angst habe, muss ich auch sagen, ist, dass sie die X-Men-Reihe auch jetzt mit reinnehmen. Oh, das, der Trailer sah so scheiße aus. Was? Nein. Hä? Welcher Trailer? Zu Dark Phoenix oder was? Dark Phoenix? Nein. So nach, cool. Nee, der Trailer hat mir nicht gefallen. Also, sorry. Oh. Nee. Erik. Und zumal davor kam Godzilla-Trailer, der hat mir sehr, sehr gefallen. Und ich war dann schon auf einem Hype und dann kommt der und denkst, ach nee, jetzt wird die... Nein, also... Oh, wie überraschend, wie gesagt, was für eine Storywendung, die wird böse. Haha. Und dann am Schluss, soll ich das Ende spoilern? Da wird sie doch wieder gut. Nein, es geht ja aber darum, wie das passiert ist, wie sie zu ihren Mächten kam. Ach so. Das ist ja ihre Origin-Geschichte. Ah ja. Spoiler, er sitzt noch im Rollstuhl. Ich weiß es gar nicht, also von daher, ja. Naja, nee, also nichts für mich, das gucke ich mir nicht im Kino an. Nein, ich habe, wie gesagt, aber die Angst, dass es in Phase 4, weil es alles zu Disney mehr oder weniger gehört, dass es dann vermixt wird. Ja, ich hoffe mal nicht, weil ich irgendwie so die X-Men fand, ich war, glaube ich, bei ein paar war ich auch im Kino und welcher war das, den ich richtig gut fand? Das war so ein Zukunft ist Vergangenheit. Ja, genau, so ein düsterer war das, ne? Ja. Den fand ich sehr gut, aber das sieht mir... Also der Trailer sah mir so quatschig aus irgendwie. Vielleicht ist der Film besser als, vielleicht kann ich auch der Hauptfigur nicht abkaufen, die ich jetzt aus Game of Thrones. Du magst die nicht, gell? Wie mag ich die nicht? Du magst Sophie Turner nicht, kann das sein? Das stimmt doch gar nicht. Hast du das nicht mal gesagt? Irgendjemand hat mir das gesagt, der findet Sophie Turner nicht gut. Ich finde sie langweilig, ja. Also ich finde sie auch auf Game of Thrones immer so, ja, okay. Aber naja. Die wird also doch die neue Kleinfinger. Halten wir ganz kurz fest. Godzilla, 2020, yay. X-Men, nay. 2020 gibt es nur einen MCU-Film im Kino. Und ab 2021 dann wieder ein normaler Rhythmus. Normaler Rhythmus, jeden Monat einer. Und dann natürlich Disney Plus, ne? Da bin ich mal gespannt auf die Serie. Ich freue mich da auf die Loki-Serie. Ja, ne, Disney Plus, erstmal sehen hier. Willst du mir sagen, wir haben am Ende des Jahres einen neuen Streamingdienst, den wir auch fleißig bezahlen, damit ich noch mehr Serien gucken kann? Das Problem an der Sache ist, Disney Plus ist für mich ein Muss-Ding machen. Also ich muss Disney Plus auf jeden Fall holen. Ja! Weil Star Wars gehört halt da auch dazu. Und auch die neue Serie, ne? Die neue Star Wars-Serie mit dem Kopfgeldjäger, ne? Die kommt ja da. Naja, deswegen und... Wenn ich dann hier so weitere angekündigte Disney-Serien, High School Musical, High Fidelity Monsters at Work, warte mal jetzt, Simon. Warte mal, das nehmen wir vielleicht nachher ein bisschen, wir sind noch im Spoiler-Talk von Endgame, das nehmen wir vielleicht da mal mit rein. Dann, das können wir ja gerne mal ansprechen nachher im normalen.
Ja, also haben wir noch irgendwas zu Endgame sonst? Im Thor Spoil? Kann nicht alleine den Hammer anheben. Es kann jetzt nicht. Auch noch jemand anderes. Das war jetzt ein bisschen falsch gesagt, ne? Das würde ja heißen, er braucht Hilfe, um seinen Hammer zu heben, klang das jetzt so. Nein, er ist nicht mehr alleine. Das stimmt damit. Nicht. Würde ich jetzt verarschen. Ja, jetzt ist er wieder der Einzige. Nein, wieso denn? Der alte Mann kann das bestimmt nicht. Doch, natürlich, weil auch er sich würdig erwiesen hat. Ah, okay. Mjölnir, ich glaube schon, ne? Dass er das immer noch könnte. Mjölnir, soll ich mal ein bisschen mein neues Wissen droppen hier? Mjölnir, ja. Da habe ich das Video gesehen mit, wie wird das ausgesprochen? Hast du es auch schon gesehen? Nee. Das haben sie mal, es gibt so ein Ding mit, da fragen sie bei Ant-Man and Wasp, fragen sie so die Darsteller, ja, ihr gehört ja jetzt da auch dazu und bla bla bla, wie wird der Hammer von Thor ausgesprochen? Und Evangeline Lilly und so, die brechen sich voll ein ab und Paul Rudd sagt, glaub, Jonathan. Weil irgendwie Mjölnir ist skandinavisch für Jonathan. Okay. Fand ich sehr geil. Guck mal, ob ich es finde, dann check ich es dir. Okay, wir halten fest, es ist ein verdammt, verdammt guter Film. Muss man mit. Aber wo er dann mit, wie heißt der andere, Sturmbrecher und Mjölnir quasi beidhändig da rum, es war schon cool. Also das war, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte nicht gedacht, dass Thanos auch ohne diesen Handschuh doch so mächtig ist und so, weil die wirklich, die fighten den ja alle und da selbst Captain Marvel, die ja im vorhergehenden Film so aufgebaut worden ist, als das ist die Superwaffe, die kann alles und wo wir schon gedacht haben, na eigentlich braucht es die ganzen Avengers ja nicht mehr. Fand ich doch etwas beeindruckend, dass das doch so. Und diese übliche Fan-Theorie, dass sich Ant-Man verkleinert und von hinten in Thanos rein und sich dann vergrößert, das ja, ist nicht passiert. Nein. Ja. Ja. Okay, raus aus dem Spoiler-Talk, zurück zu unseren anderen Zuhörern. Ja, warte kurz. So, Achtung, jetzt. Spoilerwarnung. Ja, Spoilerwarnung vorbei. Wir sind wieder da. Da sind wir wieder. Servus. Lange, lange Zeit hier. Also, nochmal. Ich habe irgendwie Lust auf einen Cheeseburger, und ihr? Ja, ich auch. Ja, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Mist, nochmal Spoiler. Nee, Quatsch. Also, weil wir waren jetzt gerade bei dem Disney Streaming Service, das hängen wir jetzt gleich nochmal mit dran. Chris, was hattest du da für Informationen, welche Serien da kommen? Disney Plus? Also Disney Plus wird wahrscheinlich, soll wahrscheinlich 70 Euro im Jahr kosten. Okay, also wie Amazon Prime. Oder eigentlich. $70 im Jahr. Okay, das wird spannend, aber es gibt halt die ganzen MCU-Serien, die Loki-Serie, dann eine Hawkeye-Serie und eine Falcon Winter Soldier-Serie. Geil. Was sehr, sehr spannend ist. Und dann halt die ganzen Star Wars-Sachen ein. Rogue One Prequel-Serie um Cassian Andor. Eine Boba Fett-Serie, also The Mandalorian ist ja bestätigt. Mhm. Clone Wars-Fortsetzung. Und dann gibt es noch andere lustige Serien, die auf Disney Plus laufen werden. Also High School Musical, ja, okay. Love, Simon, was ich sehr, sehr spannend finde. Cool. Eine Eiskönigin-Serie, eine Jeff Goldblum-Doku-Serie. Warte mal kurz, Love, Simon als Serie, oder habe ich es gerade richtig gemacht? Ja, Love, ja. Simon, ja. Als Serie. Und sehr cool. Dann halt noch die ganzen klassischen Disney-Filme und Disney-Serien und alle Marvel-Filme, alle Star Wars-Filme, alle Pixar-Filme und National Geographic ist auch drin. Cool. Weil ist dadurch, dass 20th Century Fox auch zu Disney jetzt gekommen ist, gehört das jetzt auch dazu. Deswegen wird Disney Plus leider für mich, ich habe das mit Fabi schon mal besprochen, das wird als Star Wars Fans ist es ein Muss. Punkt, ja, aus Ende. Da, ja, nicht da nur geht nichts dran vorbei. Also deswegen glaube ich, Erik, dich wahrscheinlich wird es auch treffen, oder? Ja, also für Filmfans an sich, weil momentan ist ja so, Star Wars im Streaming ist ja eher dünn gesät. Da gibt es hier und da mal irgendwie einen Film dabei. Bei Netflix vielleicht, und die sind ja dann auch irgendwann wieder raus, und bei Amazon Prime gibt es auch nur manche. Also, ja, wichtig ist halt, dass sie wirklich, also ich meine, die haben ja nun, weiß Gott, genug Vorlauf für diesen Streaming-Service. Die sehen nun, was bei anderen richtig gemacht worden ist, was andere für Fehler gemacht haben, Lessons learned und so. Ich hoffe, sie lernen da draus. Ich hoffe, sie lernen da wirklich draus, dass sie sagen, okay, wir bringen wirklich für jede Plattform, sei es nun der Fire TV Stick von Amazon oder irgendwas, der Chrome oder irgendwas, für jedes System die App, nicht irgendeine Gängelung wie jetzt Sky das teilweise mit ihrer Go-App da, das ist ja ganz, ganz furchtbar.
ich hoffe, sie machen da wirklich ein ordentliches System und dann freue ich mich sehr drauf, weil da ist ja auch, gehört ja auch ABC mit dazu, ne? Disney gehört ja ein Teil von ABC. Das heißt zum Beispiel Lost wird da vielleicht auch dort laufen und dann auch wirklich, ja, das, ich hoffe, dass es echt gut funktioniert, das Ganze. Hm. Naja. Ja, bin ich gespannt dann, je nachdem, wie es preislich da noch liegt, aber ich meine 70 Euro im Jahr. Ich meine, jetzt haben sich ja so ein bisschen diese 10 Euro, 10, 12 Euro für Netflix so ein bisschen eingespielt, wenn sie da in dem Bereich liegen. Ja, also ich meine, das wären 120 im Jahr, wenn sie sogar noch niedriger liegen. Wäre okay. Ja. Habe ich die Befürchtung, dass dann einfach wieder viel zu viel da. Naja. Da gibt es dann wieder zu viele Serien hier zum Besprechen. Naja, okay. Also, ich würde sagen, können wir die anderen ins nächste Mal schieben oder willst du es wirklich ganz kurz heute noch machen? Können wir gar kein, um Gottes Willen. Ich der Chris hat, war fleißig, muss man erwähnen, aber den nehmen wir einfach beim nächsten Mal rein. Ja. Nehmen wir beim nächsten Mama Mal rein Mia. Die Filme. Dann werfen wir lieber einen Blick, was noch so Neues anläuft. Neues Futter für Kinofans. Kinocharts und Neustarts. Kurze Frage, seid ihr bereit? Nein. Womit willst du anfangen? Na, dann fangen wir mit, wenn die Kate noch nicht bereit ist, dann fangen wir mit dem Filmstarts an, Chris. Ja, ich bin natürlich vorbereitet. Auf geht's. The Hole in the Ground läuft an am 2.5. The Hole in the Ground. Irischer Horrorfilm über eine Mutter, die seltsame Veränderungen bei ihrem Sohn feststellt. Da kann ich ein bisschen was drüber sagen. Der las ich nämlich gar nicht mal schlecht. Der lief, glaube ich, auf dem Fantasy-Filmfest. Und da habe ich mich mit jemand unterhalten, der den gesehen hatte. Da verschwindet quasi das Kind und da gibt es bei denen im Wald so ein riesiges Loch. Und irgendwie das Kind spielt dann immer mal an der Seite, ist dann plötzlich mal weg und kommt dann wieder zurück und ist halt wirklich irgendwie ganz creepy verändert und so. Das sah der Trailer auch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, hätte ich gerne in der Sneak genommen, aber so weiß ich nicht, aktiv werde ich nicht reingehen, aber dann habe ich mir vorgemerkt, den will ich mal gucken. Ja. Achso, dann läuft noch an Im Netz der Versuchung, den hatten wir in der Sneak Preview, Folge, weiß nicht, vor 2, 3, 4 Wochen. Ein Thriller mit Matthew McConaughey und Anne Hathaway und die sind auf so einer paradiesischen Insel irgendwo gefühlt, Florida Keys und dann, da ist nicht alles so, wie es scheint, sag ich mal so. Also er soll dann den Mann von Anne Hathaway umbringen im Rahmen eines Angelturns und Anne Hathaway ist seine Ex-Frau, mit der er auch ein Kind hat und sie sagt, der Mann schlägt sie und behandelt sie schlecht und der Mann bucht ein oder sie bucht für ihren Mann da einen Angeltrip mit Matthew McConaughey. Wir können auch die Sendung einfach verlinken. Ja, das stimmt auch. Gute Idee, weiter geht's. Fanden wir, glaube ich, ganz gut. Ja? Kann man so sagen. Jetzt kommt ein Film, wo ich schon zuerst gedacht habe, oh, da geht es um irgendwelche Leute, die ich kenne und oh, wir könnten jetzt irgendeinen Witz machen oder so, aber machen wir lieber nicht. Das schönste Paar. Drama über Liv und Malte, die nach der erfolgreichen Verarbeitung eines sexuellen Übergriffs erneut mit einem der Täter konfrontiert werden und Malte auf Rache sind. Mhm. Ich kenne auch jemanden, der Malte heißt. Du auch oder was? Ja, egal. Weiter. Der Flohmarkt von Madame Claire mit Catherine Deneuve. Ein melancholisches Drama, wo Catherine Deneuve Madame Claire spielt, die ihren gesamten Besitz auf dem Flohmarkt verkauft und dabei alte Erinnerungen noch einmal erlebt. Ah. Und da nehmen wir noch rein. Liebesfilm. Charmante Liebesgeschichte aus Deutschland über einen Kreuzberger Herumtreiber und eine ältere Frau, die deutlich mehr auf dem Kasten hat als er. Hey, wie nennen wir denn jetzt den Film? Wir haben da irgendwie so eine romantische Geschichte in Kreuzberg. Ach komm, ey, wir nehmen erstmal als Platzhalter Liebesfilm, bis uns was Besseres einfällt. Ja. Oh, scheiße. Die Marketingagentur hat es schon aufs Poster gedruckt. Okay, dann muss man halt. Okay, sonst glaube ich, läuft hier nur Dokus. Ja, ich glaube, da traut sich kaum jemand was, Avengers Endgame entgegenzusetzen. Gibt noch einen iranischen Film, A Man of Integrity. Aber sonst, nee. So, wie sieht es denn in den Charts aus hier in Stuttgart? Ich wage mal zu vermuten, ich weiß die Nummer 1. Aber wir fangen erstmal mit der 10 an. Die sagenhaften 4, Marnies Wellen. Ich finde die Beschreibung toll. Die pummelige Hauskatze Marnie wird wie ein Menschenkind verwöhnt. Pummelige Hauskatze. Weiter. Machen wir es abwechselnd oder nicht? Ach so, na dann, ich dachte, ja, okay. Friedhof der Kuscheltiere ist auch noch vertreten. Platz 9, also die 2019er Version. Platz 8, Dumbo, ebenfalls die 2019er Version. Ich kenne niemanden, der den gesehen hat im Kino.
ganz komisch. Spielt Danny DeVito mit? Spielt Danny DeVito Dumbo? Nein. Haben sie ein paar Ohren dran geklebt? bin ich dran? Ja, 7. Ja. Loronas Fluch. Habe ich Gutes gehört. War ja auch in den USA Platz 1 vor Avengers. Hm. Damals. Platz 6, Shazam. Immer noch. Gesundheit. Platz 5, okay. Willkommen im Wunderpark. Platz 4, Monsieur Claude 2. Platz 3, der Falcolini. Es sind einige Kollegen auf mich zugekommen, die beim Mittagessen so, ey, du bist doch der Kinofreak hier. Also man kennt mich da. So, ey, ich war im Kino. Sag ich, und was hast du denn geguckt? Ne? So. Und meistens kommt ja dann, ja, der x-te Blockbuster oder so. Oder sie haben endlich mal was gesehen, was ich schon vor Jahren gesehen habe. Nee, tatsächlich der Falcolini. Und da habe ich gesagt, oh, erzähl mal. Und so, ja, muss sehr, sehr gut und sehr bewegend gewesen sein. Platz 2, Chris' Lieblingsfilm, After Passion. Und Platz 1, auch Chris' Lieblingsfilm, Avengers Endgame. Wobei ich das echt cool finde. Hier steht dran mit Brie Larson, ja, Karen Gillan, ja, Bradley Cooper. Ja, seine die Stimme. Stimme. Ja. Ja. Ja gut, die Stimme ist ja vertreten, ja. Aber es, ja, rückblickend betrachtet, es hat irgendwie jeder so seine Szenen gehabt, ne? Da gab's, jeder hatte mal ein bisschen was zu sagen, zu tun, irgendwie coole Szenen. War für jeden irgendwie was Cooles dabei. Manche natürlich ein bisschen das mehr. Das stelle ich mir übrigens extrem cool vor, mit Ich bin Groot, Vin Diesel, der ins Tonstudio durfte für und einmal einsprechen, ich bin gut. Danke, bis zum nächsten Mal. Ach so, für nur den einen Satz. Na gut, glaubt, da werden sie noch ein bisschen geübt haben, bevor der gesessen hat da für die Szene. Ja, das war's dann mit den Charts und Neustarts. Wir haben noch ein paar Trailer für euch, ein paar neue Sachen, die noch ein bisschen hin sind, bis sie anlaufen. Deswegen nehmen wir die mal in diesem Bereich. Sneak Preview. Der erste Trailer, den wir für euch haben, den ich mit verlinken werde in den Shownotes auf kinocast.net, nennt sich Stuber. Deutscher Zusatztitel 5 Sterne Undercover. mit Kumail Nanjiani, den kennt man aus der Serie Silicon Valley zum Beispiel, wer die guckt, die liebe ich ja, die Serie. Dave Bautista spielt mit und Iko Uwais. Da spielt der Kumail spielt einen Uber-Fahrer, der an einen ziemlich üblen Polizistengerät gespielt von Dave Bautista. Da schlägt sich auch wieder der Bogen hier zu Guardians of the Galaxy und Avengers. Und der ist auf der Jagd nach einem Killer und der nimmt halt dieses Uber-Taxi und der muss halt diese ganze Zeit dieses Uber-Taxi fahren, der Kumail. Und während die auf der Hut sind nach diesem Verbrecher und der Trailer sieht schon irgendwie auf eine interessante Weise irgendwie sehr, sehr abgefahren aus. Das kann im Film gefühlt in beide Richtungen gehen. Also das ist genauso an der Schwelle, wo man sagt, entweder ist das ein riesengroßer Bullshit, wo man einfach nur die ganze Zeit sagt, um Himmels Willen, was ist das für ein Scheiß. Oder der Film kriegt irgendwie die Kurve, dass man sagt, boah, ist das geil, das ist richtig kultig und richtig cool gemacht und da will ich mehr sehen. Also das war so mein Eindruck von dem Trailer. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ja. Witzig. Ja, mal gucken. Also, ja. Ist halt so eine Buddy-Movie. Sieht sehr quatschig aus. Ja, so ein Buddy-Movie-Ding wie aus den 80ern, aber halt irgendwie so ein bisschen in die moderne Zeit transportiert und. Ich musste bei Dingsen musste ich an Dopinder denken. An wen? An den Taxifahrer aus Deadpool. Ach so, ja, okay. Ihr guckt Silicon Valley nicht oder habt nicht geguckt, die Serie, oder? Doch. Ja. Ja. Doch, klar. Aber trotzdem musste ich daran denken. Ja. Aber ja, ich verlinke es mal mit. Würde mich freuen, wenn da jemand einen Kommentar da lässt. Ach, hier steht sogar, wenn du unter das Video scrollst, guck mal, oder bist du das, Chris? Bin ich was? Scroll mal unter den Trailer. Ich habe doch das verlinkt, der Kommentar, der direkt unten drunter steht. Ja, nee, war ich nicht. Kommt das nur mir so vor oder wollen die wirklich Dopinder aus Deadpool imitieren? Ach cool, nee, hab ich vor 16 Stunden. War ich nicht. Wenn ich das mal eher gelesen hätte, dann wäre ich sattelfester gewesen bei deiner Bemerkung. Ja. So, und einen zweiten Trailer haben wir noch für euch, nennt sich Gemini Man. Möchte da von euch jemand was zu sagen, oder? Ja, das ist der neue Film mit Will Smith. Gemini Man.
Das ist, im Trailer wird schon deutlich, ich finde schon geil den Song im Trailer, Forever Young in einer ziemlich, ja, cool, ne? Aber in einer ziemlich geilen Version. Ja. Wie man es nämlich auch mal singen kann oder darstellen kann. Und Jiminy Man, Will Smith in einer Doppelrolle, der sich selbst begegnet. Also der Trailer verrät schon, er wurde geklont und begegnet sich dann selber. Also er wird beauftragt, seinen Klon, von dem er nicht wusste, dass es ihn gibt, zu töten. Gab es noch mal diesen Film mit Bruce Willis da und wo die immer in der Zeit zurückreisen und irgendwie Leute umbringen, weißt du noch? Wo die dann Geld dafür kriegen und wo dann irgendwann mal Looper, jetzt komme ich drauf. Looper. Ja. Nicht Jumper, Looper. Ja. Ja. Nee, Jumper war der mit Hayden Christensen, glaube ich, wo die so richtig ging. Und was mich halt noch überzeugt, was ich ehrlich sagen muss, was mich noch überzeugt bei Jiminy Man, weil wenn man drauf guckt, wer da noch mitspielt, ein gewisser Benedict Wong spielt mit, den kennen wir aus Doctor Strange und Avengers. Es spielt mit Mary Elizabeth Winstead und Clive Owen. Also den sieht man auch im Trailer. Ziemlich cool besetzt. Ich bin ein bisschen vorsichtig, weil Regie hat Ang Lee geführt. Der hat ja gute und schlechte Sachen gemacht. auch wenn ich mich jetzt hier in den Nesseln setze. Ich hatte mal ein erstes Date in der Sneak Preview und da lief der Film Tiger and Dragon. Und den Film fand ich so scheiße. Und mein damaliges Date aber auch. Und da hatten wir dann aber echt nachher auch ein gemeinsames Thema, wo wir das dann analysiert haben später. Tiger und Dragon. Aber es gibt viele, die ihn total gut finden. Ich fand ihn einfach daneben. Den ersten Hulk hat er auch gemacht. Brokeback Mountain auch, ne, und so. Also den ersten Hulk fand ich ein bisschen strange. Ja. Life of Pi, den fand ich... Life of Pi? Ja, fand ich ein bisschen seltsam auch. War ja in der Oscar-Nominierung drin und so. Ja, dann diese irre Heldentour des Billy Lynn, da hatten wir drüber gesprochen, über diesen Heimkehrer aus dem Krieg hier, der da gefeiert wird und irgendwie so. Der also, war cool. Ja, war schon so irgendwie solche und solche Sachen hat er gemacht. Ich bin da gespannt. Ich kann, weiß nicht, Will Smith bin ich so ein bisschen ambivalent in letzter Zeit. Früher, also so Men in Black und sowas, da habe ich eigentlich fast alles geguckt, da habe ich selbst diesen Wild Wild West, oh Gott, war der furchtbar. Aber da war ich im Kino, weil ich dachte, oh cool, es sieht so cool aus, der Trailer. Und Salma Hayek, dann war der so schlecht. Ich weiß nicht, so seit After Earth und so, macht der immer irgendwie so seltsam. Aber hat auch wieder gute Sachen hier. Wie heißt der, nicht Sinn des Lebens hier, mit dem kleinen, wo er mit seinem kleinen Jungen da sich so von unten nach oben durchkämpfen muss. Streben nach Glück, ja, der war super. Oder auch I Am Legend. Ja, der war auch gut, ja, wo ich da das Buch... Ich mag das Buch, da kann ich jetzt hier so ein Nerd-Ding... Oh, das Buch war besser. was ich immer Robot fand ich auch ganz okay. Hancock fand ich wieder nicht so gut. Ja, was ich ein bisschen Focus schwierig... fand ich cool. Was richtig scheiße war, war dieser Netflix-Film da mit... wie ist der? Bright. Bright, genau. Ich habe gerade überlegt, Dark? Nee, Dark war die Serie. Ah, Bright war es okay. war zumindest mal in der richtigen Region, scheint Vermutung. diese Verjüngung hatten wir jetzt auch bei Avengers, ne, wo ja auch mal ein paar Figuren verjüngt wurden. Das kriegen sie ja mittlerweile ganz gut hin, aber mein Problem ist immer, ich weiß, den haben die jetzt verjüngt, das ist jetzt ein Effekt. Geht euch das irgendwie auch so? Ja, ich fand den Trailer zu Jiminy Man ganz furchtbar. Ich fand ihn eigentlich gut, das ganz überrascht schlimm. Mich, ja. Bis auf diese Verjüngungsgeschichte. So viele Weichzeichner kann man gar nicht benutzen, wie sie da auf Smiths Gesicht gepackt haben. Nee, diese Verjüngung machen sie ja komplett. Die machen sie ja komplett im Computer, da ist ja nichts mit Weichzeichner. Das, ja, aber es sieht aus, als wäre komplett weich gezeichnet. Als hätte man ihn mit Waschpulver beschmissen, einmal durchgespült und zack, hallo. Hm. Nee, ach, furchtbar, nein. Ist egal, Will Smith kommt auch nicht. Ich mag auch Will Smith nicht, also von daher. Ich mag Chris. Da wurde er wahrscheinlich. Ich mochte ihn früher. In seinem eigenen Alter spielen. Hm. Ja. Naja, okay, also liebe Hörer, bildet euch mal selber da ein Urteil. Ich verlinke das mit, die beiden Trailer Stuber und Jiminy Man. Und dann sind wir mal gespannt, was ihr dann so für Ideen habt und was ihr da so raushaut. Dann ist es langsam Zeit, mal einen Blick in die Kommentare zu werfen. Briefkasten. Das eine hatte ich ja schon, das kam ja direkt an mich, vom Martin hatte ich schon erwähnt. Die Steff hat noch geschrieben, da ging es um das Thema Verachtung, weil die hatten den ja auf den nordischen Filmtagen gesehen. Und sie schreibt noch, sie haben den Film natürlich mit Untertiteln gesehen,
auf Dänisch. Und sie meinte mit dem Kommentar auch eher nicht, was sie gesagt haben, sondern wie sie es gesagt haben. Sie hofft, dass der Film von den Stimmen, von den Timing und der Tonalität her gut funktioniert. Verachtung war der erste Film der Reihe, den sie gesehen hat. Oh, das ist natürlich, hast du noch ein bisschen Nachholbedarf, weil zumindest die, die ich gesehen habe, die waren sehr gut. Erlösung fehlt ihr jetzt noch. Achso, sie hat den anderen nachgeholt. Erlösung fehlt ihr noch, aber vor kurzem kamen alle drei Teile beim ZDF. Hat sie sich aufgenommen mit einem Online-TV-Rekorder. Wenn ich mal Zeit habe, wird sie sich den dritten auch noch anschauen. Sie hofft, dass Verachtung auch noch bei ihr in der Sneak Preview in Reutlingen läuft. Ja. Ich glaube, da kam was anderes jetzt am. Habe ich irgendwie auf Facebook gesehen. Das war's schon mit den Kommentaren. Liebe Hörer, wenn ihr Kommentare habt, speziell zu Avengers, wenn das irgendeine Spoiler-Gefahr hat, nutzt am besten entweder das Kontaktformular auf kinocast.net oder schreibt uns direkt eine E-Mail, entweder jetzt an die Kate, zum Beispiel kate@kinocast.net, an chris@kinocast oder an mich, eric@kinocast.net, dann schreibt doch mit rein, ob wir drauf eingehen können oder ob es jetzt eher so persönliche E-Mails sind. Und gerade wenn es so Spoiler-Sachen beinhaltet, dann ist es vielleicht besser und dann versuchen wir das umzuformulieren dann in der nächsten Sendung oder mit in den Spoiler-Talk reinzunehmen als Diskussionspunkt. Ansonsten über Fighting with My Family könnt ihr natürlich gerne auch Kommentare schreiben oder ganz allgemeine Sachen zu Avengers, wie ihr es fandet. Denkt dran, wenn ihr spoilert, dann schnippst Thanos und dann seid ihr weg. Sind wir eigentlich durch für heute, außer jetzt noch Amazon. Da werfe ich mal einen Blick rein. Ich bin schon wieder ausgeloggt. Hoffentlich brauche ich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Du bist total gut vorbereitet, ne? Nee, ich habe ja die Seite offen, aber es hat es durch die lange Aufnahmedauer hier, hat es ausgelockt. Ausreden, nichts als Ausreden. So, mal gucken, was wer so die, oder was so bei, über die Affiliate-Links letzte Woche bestellt wurde hier auf kinocast.net. Gibt es so diverse Unterstützungslinks. Wenn ihr bei Amazon irgendwas bestellen wollt, könnt ihr das gerne die Links vorher klicken, dann kostet euch das nicht mehr. Und wir kriegen auch eine kleine Provision, die hier den ganzen Podcast am Laufen hält, Serverkosten und so weiter. Laufstoff. Was ist das? Ah, okay. Das ist quasi so eine Art, so ein was ist das fürs Bein? Ja, fürs Bein. Fürs Bein ein, wie soll man es nennen, wie so eine Art, ja, so ein Gurt, wo man den Timing-Chip für Wettkämpfe dran macht. Ah. Also hier steht da, was steht hier? Weiches Band für Triathlon-Wettbewerbe und Laufevents mit eigenem oder geliehenem Zeitmessungschip. Ja, und da begibt sich wohl jemand in einen Wettkampf. Dann eine SanDisk-Festplatte, 240 GB und ein Schraubenzieher für einen PC. Das war's schon der letzten Woche. Vielen Dank dafür. Unterstützt den Kinocast auch mental, zum Beispiel mit Kommentaren, mit Verbreitungen. In den Fingerschnipsen. Ja, Fingerschnipsen. Mit, empfehlt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, wo ihr uns finden könnt. Erzählt Leuten, wie man den Podcast hören kann und dass es ihn gibt. Hab letztens, hatte der Daniel von dem Serienpodcast, wo ich immer zu Gast bin, der hatte was aufgeschnappt auf Twitter. Da hat jemand eine Liste gemacht von Top 10 Kinopodcasts und war ganz erschüttert, dass der Kinocast nicht vertreten ist. Vielen Dank, Daniel, vielen Dank dafür, dass du uns damit in die Waagschale wirfst. Und ja, wenn ihr eine Liste erstellt über Top 10 Kinopodcasts und ihr hört uns gern, dann nehmt uns doch bitte mit rein. Das wäre super. Wir sind da nicht böse drüber. Ja. Ansonsten gehabt euch wohl. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wir sind Meister, ne? Eishockey. Ja. Da war ich kurz heißer danach. Ich glaube, dank mir wusste auf jeden Fall Stammheim Bescheid. Was ist mit dem? Hier, der Bendel wieder, ey, was macht denn der wieder? Hat er wieder, ja, hat er wieder bei World of Warcraft eine Mission geschafft oder was? Hier. Schön seltsamer. Genau. Zu Recht, ja. Ich bin stolz drauf. Aber er grüßt immer so nett. Und macht, I'm a creep, I'm a weirdo. Und macht seine Kehrwoche. Ja, und Kehrwoche. Ja, ja, unter Protest. Bis bald im Kinocast.